Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an schnellen Thesen, garantiert die spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Und wenn ihr den Folgentitel noch nicht gelesen habt, wir wissen auch noch nicht, welcher Film gezeigt wird. Wir, das sind Kali, Christian und ich, der Max. Hallo, hallo. Hey. Hallo. Ja, was ist da los? Warum genau. Wissen wir den Film noch nicht? Weil die Qual der Wahl so zugeschlagen hat und ich immer so hin und her gefilmt mit meinen Gedanken und das war echt schwer. Und letzte Woche hatte ich mich auf zwei eigentlich festgelegt und in die engere Wahl genommen und dann habe ich irgendwie Zufall was gesehen am Wochenende, wo ich dann dachte so, ja, da haut beide Filme raus. Ja, also wer übrigens irgendwie das jetzt ganz plötzlich sonst woher diese einzelne Folge hört, der kann ja nochmal zwei Folgen zurückblättern. Da haben wir schon zwei Musicals geschaut. Drei, weil ja noch die Zwischenepisode ist. Sonderepisode. Also auf die Folge Victor und Victoria zurückgehen. Ach so, 3, 8, ja, stimmt, das ist richtig, ja. Und die 148 aber, Sweet Charity. Aber ich, das stimmt. Ich nummeriere die ja auch schon, deswegen nicht die Sonderfolgen damit. Aber ja, das stimmt schon. Und dort wird man dann mitbekommen, dass wir uns vorgenommen haben, dass jeder von uns dreimal ein Musical reinschmeißen kann. Und Kali, ein Film, in dem es mit um Musik geht, weil, wie wir vielleicht auch schon festgestellt hatten bei... Ja, Tanzen, Victor und Victoria, das gilt auch natürlich. Deswegen schauen wir jetzt so zu dir und sind neugierig. Aber du kannst den Ball ja auch nochmal zurückspielen und sagen, was denn die nähere Auswahl ist. Gibt es denn das? Ja, ich kann sagen, ich kann drei Schritte erzählen. Und zwar gab es einen Film, den wollte ich mit euch gucken, an dem bin ich aber nicht rechtzeitig rangekommen. Und das war On the Town aus den 50er Jahren. Mhm. Wäre gewesen mit Gene Kelly und Frank Sinatra in Hauptrollen. Ja. Zwei Matrosen auf Ausgang. Tanzen durch die Stadt. Deswegen passenderweise auch der deutsche Titel. Heute gehen wir bummeln. Habe ihn leider nicht gekriegt. Ist der so heiß begehrt oder so? Nee, der ist nicht so aufgelegt. Und da kann mich, normalerweise hilft dir das Tricksen, indem du halt eine italienische oder eine spanische Burg kaufst. Europa ist eigentlich ganz cool. Gab's aber nicht. Das heißt auch sogar gar keine Amerikanische, doch eine amerikanische gibt es wahrscheinlich? Oder? Amerikanische ja, aber amerikanisch können wir ja nicht mehr abspielen, weil ich weiß, dass sie mir hat. Ne? Ja. Deswegen hatte ich ja nochmal in London geguckt gehabt, durch den Krieger und ich habe ihn nirgends gekriegt und deswegen... Ja, das war so kurzfristig, da hat es dann nicht mehr geklappt, nochmal zu gucken, wie der aktuelle Stand ist. Deswegen war das raus, deswegen musste ich improvisieren. Dann hatte ich das auf den, deswegen habe ich... Wer die alten Folgen nachhört, wird auch hören, dass du noch ganz andere Filme vorgeschlagen hast. Ja, es war auch hammerschwer. Danach hatte ich dann überlegt, okay, dann hatte ich eingegrenzt auf The Riz, was ich am Anfang schon gesagt hatte. Der die Langbein, was ich in der allerersten Stunde gesagt hatte. Und dann hatte ich noch entdeckt, ich habe ja in London das letzte Mal Guys and Dolls gekauft. Mhm. Also harte Typen, Kohle Mäuse oder wie der im Deutschen heißt, mit Marlon Brando im Musical. Habe das auf die drei eingegrenzt und habe am Wochenende durch Zufall meinem Laster gefrönt, auf YouTube hier mojo.com zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nein. Und da ist immer diese Top 10 irgendein Thema und dann wird das sozusagen so vorgeführt. Und da habe ich dann durch Zufall geguckt, hier Top 10 der Schauspieler, die Musicals schlecht gesungen haben. Ah ja. Und da waren das die Top 3. Achso, diese drei, ja? Ja, also bei Marlon Brando war ich jetzt schon extrem neugierig. Ja. Bei The Wiz habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, welche Schauspieler sich da versuchen so, aber... Die nicht so gut gesungen. Also das reicht, dass du es denn nicht mehr guckst? Nee, ich hab die Musik gehört und habe gedacht, ja stimmt, okay. Es hat mir jetzt irgendwie Lust so genommen. Ja. Also ich finde Top Tens, die dazu führen, dass die Leute weniger Bock darauf haben, ist eigentlich... Also der Platz 1 war doch Pierce Brosnan in Mamma Mia, oder? Allerdings, aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich weiß, dass jeder, der sich da Witze draus macht, aber ich finde Pierce Brosnan, hat das gut gemacht. Aber schwer zu singen. Das gehört ja bei dem Film dazu, dass die alle nicht super die Tone treffen. Aber egal. Ja, ich finde super. Naja, aber du hast recht, das war Pierce Brosnan. Ja. Ja, und dann hatte ich den letzten Schritt über, okay, und dann habe ich es eingegrenzt und jetzt habe ich noch Top 4 gehabt. Wo ich auf der Hinfahrt zu dir den vierten rausgeschmissen habe. Ja. Top 4 war Annie von 82, die Verfilmung. Oh, spannend. Ja. Den habe ich mit reingenommen gehabt, weil der erste Nemesis Tim Curry war. Und ich dachte, nimmst du mal ein Musical, für das Tim Curry bekannt ist, nimmst du Annie. Tim Curry, der Schauspieler aus Rocky Horror Picture Show. Der taucht in Annie auf. Ja, der ist ja der Böse. Ach so, okay. Ja, das hatte ich überlegt, dann gedacht, dafür habe ich jetzt diese Lust, weil der auch so lange geht. Ja, weil es ist ja nur noch ein bisschen später heute. Dann hatte ich noch drei. Das war für mich schwierig. Platz 3 war Newsies. Von 1992 mit Christian Bale als tanzenden Zeitungsjungen.
Der erste, das erste real verfilmte Disney-Musical, was extrem an den Kinokassen gefloppt ist. Was für ein Musical? Disney? Disney. Ach, Disney, okay. Ja, die Zeitungsjunge in Deutschland. Ja, okay. Soll aber trotzdem ein solider Film sein, der halt im Ende der 1890er Jahre spielt. Ja. Habe ich hier spontan auch rausgeschmissen. Und Platz 2, das war das große Kopf-an-Kopf-Rennen, wo ich den ganzen Tag schon gedacht habe, oh, das wird's. Ja, Le Parbleu de Chabot. Oh, wie schön, ja. Die Regenschirme. Da habe ich erst wirklich, nehme ich das nicht. Weil ich den auch nicht kenne und wenn du was gut davon gehört habe. Und da habe ich aber noch die Hoffnung, dass Max den die Schatzkiste reinnimmt, weil ich ja noch ganz ja, hart dran arbeite, dass ich da wird schwer ins Kino, ja. Bestimmt wie Karma und so, ne? Mach mal. So, ich habe schon mal Anfrage ist raus, aber. Ja. Anfrage ist raus. Anzeige ist raus. Ja, also Techniker ist informiert. Ja, genau. Ich habe gedacht, jetzt habe ich Max so lange genervt, dass er den da reinsetzt und so, denn das kannst du jetzt nicht für das wäre ein sicherer spenden. Erfolg. Ich glaube, zweite Anfrage muss nochmal raus, weil der Kollege war da, glaube ich, gerade auf irgendeiner Messe. Ja, und Nummer 1, das ist jetzt eine Sache, ich habe mich jetzt entschieden, das zu gucken, weil ich zum einen darauf Bock habe, weil ich was locker Lustiges haben möchte, was Leichtes haben möchte. Wo ihr mit ihr wahrscheinlich gar nicht rechnen werdet und wo ich persönlich eine persönliche Verbindung zu habe. Zum einen, weil wir das Musical dieses Jahr zu meinem Geburtstag gesehen haben, auf der Bühne. Und zum anderen, weil wir die neue... Max, ja, mal gucken, ob ich das ist, was ich denke. Und zum anderen, weil ich von die Neuverfilmung davon schon gesehen hatte und ganz begeistert von der Neuverfilmung war, aber das Original noch höher gehandelt wird. Ja, und bin ich wieder weg. Und das Lustige ist, ich jetzt, müsste jetzt doch könnt, eigentlich... Jetzt könnt ihr doch gerne raten, das wenn mich ich an es die Simpsons raustrabe. Davon müssten wir, also wir Zuschauer, Zuhörer, die auch die letzte Folge gehört haben, nee, die vorletzte, vorvorletzte, mein Gott. Nein, also hast du von diesem Musical denn auch schon mal erzählt? Weil das geht gar nicht, kann sein. So. Ich glaube fast nicht. Weil wir es in Deutschland geguckt haben. Wir haben es in Hamburg geguckt. Nee, dann bin ich jetzt doch. In Hamburg? Okay, ich war gerade in Magdeburg. Dann ist es nicht die Dreigroschenoper. Ja. Ah, ja, klar. Ich fühle mich gerade wie. Ja, cool. Wie, ja, wie ich auch. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Okay, ich hoffe, ihr werdet mich nicht steinigen. Aber heute wird es locker, luftig und ganz, ganz schön entspannt, weil wir gucken. Hairspray! Okay. Ich werde das jetzt mal begutachten, weil ich überhaupt nicht weiß, was das bedeutet. Das heißt John Waters. Das ist John Waters. Ist das das Original? Ne? Wir gucken das Original heute, ja. Ja, aber weißt du denn, worauf 82? Du dich bei John Waters einlässt? Ja, wir haben ja das Musical schon gesehen auf der Bühne. Ja, aber wisst ihr, worauf ihr euch bei John Waters einlässt? Ich hatte das Film Make gesehen, das war ja auch von ihm, also da war ich. Ach, tatsächlich? Ja, das wird wirklich nochmal selber gemacht? Ja. Spielt er da nicht nur mit? Oh, nein, er hat auch die Regie gemacht. Also Christian die Wahrheit in den Händen hält, weil beide Filme auf dieser DVD sind. Ich habe nur neulich gerade die Folge wieder geguckt über Simpsons mit ihm und kenne sonst, glaube ich, auch nur Serial Mom und sonst bin ich auch relativ... Und Serial Mom ist ja einer meiner absolut gesuchteten Lieblingsfilme. Okay, also na gut, dann bist du ja dann... Also weil ich finde, wenn man das Beißende, das Kitschige trifft, von John Waters noch nie gesehen hat, dann schockt das schon ein bisschen, ne? Aber so, ja, wie so ein abgeschnittenes Ohr im Vorgarten oder so. Ja, und tatsächlich, vor 4 Stunden habe ich das schon fest eingeloggt in meinem Hollywood Musical Almanach, dass es dieses Musical wird und jetzt habe ich es auch gemacht. Oh, weißt du, was wir machen? Wir machen ja eine schöne Raubkopie von der Inhaltszusammenfassung und du liest sie mal ein Stück weit vor. Es würde mich sehr interessieren, ich lerne immer noch an den Inhaltszusammenfassungen anderer Menschen. Ja. Ja, cool. Ich bin jetzt wirklich tatsächlich total neugierig. Also wenn mich hier Oritz, tauchen wir jetzt ins Jahr 1988 ein, passenderweise zum 30. Geburtsjahr von jemand, der hier in der Runde sitzt. Von John Waters war der in den 70ern den Leuten noch mehr weh getan hat mit sowas wie Pink Flamingos und so, ne? Ich weiß das zufällig gerade, Max? Kannst du reichen? Ja, ne? Ich glaube, Pink Flamingos ist. Ja, genau. Und also ich kenne ihn sozusagen ab den 90ern so mit Cecil B. DeMented und so, also quasi quasi über die Filmindustrie sich lustig machen, sehr brachial. Und ich habe so das Gefühl, der war bestimmt mal, also man hatte so das Gefühl, der war bestimmt mal irgendwie mutiger so früher. So, ne? Also deswegen bin ich gespannt, wie es im Jahre 1988 aussah. Habt ihr den schon mal gesehen? Nein. Und auch, nee. Hab ich ja noch nie einen Schnipsel gesehen. Ich gucke gerade auf die Darstellerliste. Aber du musst gucken, weil das ist beide Verfilmungen, ja, ne? Also sind beides auch die 2007er Version. Dann wird ja nochmal neu verfilmt. Achso, das heißt, wenn ich jetzt hier drauf lese, sehe ich wahrscheinlich. Also Debbie Harry spielt genau jetzt in beiden mit? Oder? Nee, Debbie Harry ist original.
Juhu! Also ich finde 88 und Debbie Harry, dann bin ich doch schon erstmal ganz glücklich. Ja, also das ist auf jeden Fall meine Entscheidung, weil das Hairspray ist ein, ich finde meiner Ansicht nach ein Musical, wie ich es bisher kennengelernt habe, mit einem wunderschönen Soundtrack, mit einer ganz locker fluffigen Art mit einem und trotzdem einem sehr ernsten Thema im Hintergrund, und das finde ich ganz toll zusammengebracht. Und ich hoffe, das ist im Original natürlich auch so, aber ich gehe davon aus. Ja. So, ich sag dir mal, welches das Original ist. Genau. Ja. Der ab 6 oder der ab 0? Der ab 6. Der ab 0. Was? Geh mal her. Das müssen wir erstmal überprüfen. Ach, Mucki. Jeder schaut mal auf die Disc. TM und bla bla bla. Ja, das wird Christian ja vielleicht jetzt noch rausschneiden. Aber ich habe gedacht, jetzt haben wir mal ein Hollywood-Musical dabei, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, aber was man auch vielleicht als, wenn man es nicht kennt, als unbedingt trashiger oder bunter zumindest irgendwie Erinnerung hat oder irgendwie so denkt, das ist halt sehr bunt und sehr schrill. Okay. Und ja, ich bin gespannt, wie denn hier sozusagen der Meilenstein ausschaut. Also hier steht directed by Adam Shankman. Die Neuverfilmung. Ich glaube, in dem neuen spielt er selber mit. Ja, aber er hat auf jeden Fall hat er mitgemischt und er hat produziert und alles. Also, das ist auf jeden Fall, er war total motiviert. Aber das ist ja auch. Ist jetzt nicht so, dass er jetzt komplett rausgekannt ist. Ist nebensächlich. Ja, ja. Hm? Ja. Aber wir gucken ja jetzt auch nicht das Remake, wir gucken ja jetzt tatsächlich das Original. Mit Sonny Bono. Ich habe es immer noch nicht kapiert. Kennst du das jetzt oder kennst du das nicht? Ich kenne die Neuverfilmung und ich kenne das Musical auf der Bühne. Ich kenne den, den wir jetzt gucken, diese Verfilmung von 88, ich kenne ich nicht. Sehr schön. Ich finde übrigens, dass wir uns das demnächst zum Dogma einfach mal machen können für unseren Filmpodcast. Lass uns die Dinge einfach nie gesehen haben. Ich finde das mal viel aufregender. Also auch im Sinne von, es wäre total schlimm für mich, wenn du den schon kennen würdest und du findest den richtig toll oder richtig scheiße oder was auch immer, was du vorher schon findest. Es ist gerade schön, das mit euch zu entdecken. Also, dann jetzt Hairspray ab. Tja, also wir haben gerade geschaut, der legendäre Musical-Spaß im schrillen Original aus den 80er Jahren. Wir hatten hier so ein schönes Buch, in dem wir bestimmt einen hochqualitativen Inhaltskurzabriss bekommen hätten. Achso, das gebe ich dir mal selber. Wenn ich meine Augen, ups. Achso, dann müssen wir das Licht nochmal an. Ja, dann müssen wir den großen Schalter mal drücken. Spontan also, übersetzen, das möchte ich jetzt auch Hollywood nicht. Musicals Year by Year, ja. Dritte Edition, Stanley Green, geht bis zum Jahr 2000, ich glaube noch vor 2010 hört das auf, ne? Oder? Das glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Da kann ich auch mal gucken, die sind einmal nach. Das ist auf jeden Fall die aktuellste Variation. Also ich habe festgestellt, ich mache das einfach so ganz dezent. Schon so, mal ich habe mal kurz das letzte, hört auch mit 2009 mit Nein. Aha, naja. Und hier, ja, bitteschön, ich übergebe es dir, Hairspray. Was ist so Licht an hier? Kannst ja den ersten Absatz. Aber das ist jetzt die neue Verfilmung, 2007. Ach so. Ja, nee, das ist dann der Text, fasst es zusammen. Du brauchst nur den ersten Abschnitt vorlesen. Das müssen wir schnell noch. Ja, es gibt den alten, gibt's nicht. Durchluschen. Ach so. Das gibt's nicht, es gibt nur das zusammengefasst. Hier, das betrifft den ersten Abschnitt. Dieser Absatz, das betrifft den 88er. Uiuiui. Spitzt eure Ohren für englische Texte. A celebration of local teen dance shows of the early 1960s, John Waters' 1988 comedy and hands down his best movie. Hairspray was so tuneful in spirit that it cried out for the full musical treatment, which it got in a big way. With a glorious score by Mark Shaiman and Scott Whitman and just the right balance of heart, social commentary and the Waters trademark celebration of all things tacky, the 2002 Broadway version of Hairspray turned into one of the high points of the decade. It earned 8 Tony Awards, including that for Best Musical, and totaling 2,642 performances in its 6.5-year run. The story of how chubby teen Tracy Turnblad's determined efforts to become a regular dancer on Baltimore's The Corny Collins Show leads to her helping to end discrimination against the black community. Hairspray offered an affectionate glimpse of a bygone era of teased hair and more innocent values, while also criticizing the backwards traditions that maintain segregation both on the airwaves and in urban living. Carrying on the original movie's novelty of having Tracy's mom be played by a man, after Waters' favorite divine in his last role, gravel-voiced Harvey Fierstein made an indelible impression on stage. Although there was much dissension over him not getting to repeat his role on screen, his replacement, no other but John Travolta, found his own degree of pathos and hilarity and made the part very much his own triumph. Jetzt würden wir also noch immer weiter in die anderen. So viel zur UFDB-Inhaltsangabe. Genau, nee, das waren, also nur, falls jetzt irgendjemand das so schnell nicht auseinanderhalten konnte, da war jetzt sozusagen auch schon von der
Bühnenperformance und von der Neuverfilmung die Rede. Irgendwo dazwischen im Jahre 88 gibt es also John Waters. Davor. Also die Bühnenversion war 2002, habe ich so jetzt. Genau. So ja, ich das wenn da von John Travolta gerade die Sprache ist, dann reden wir vom 2007. Genau. Das genau. meine ich doch. Mhm. Und so, das bist du schnell gelesen. Ich war aufgeregt. Sonst denke ich mir englische Texte immer nur aus. Genau, aber am Anfang war das Hairspray 1988 Filmversionsstück. Ja, und es ist written and directed by John Waters, ne? So habe ich das. Ja, so stand das. Gerade im Vorspann noch in Erinnerung. Ja. Von den Produzenten von Nightmare on Elm Street. Das sagst du ja so schnell, das ist halt die Produktionsfirma, da hat die halt, glaube ich, viel. Rachel Talalay und die Hershey. Sind das die gleichen, ja, okay. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen zugespitzt, aber ich möchte... Es gibt ja viele Produzentinnen und Produzenten eines Videos. Ich möchte vor allem darauf hinaus, dass sich ja die Thematik der Kommunikation oder Misskommunikation zwischen den Generationen auch in diesem Film durchaus zeigt. Also in beiden Filmen. Wichtige Verbindung. Gibt es da irgendwelche großen Thesen über New Line Cinema? Was die denn dafür... Voll wieder raus. Ja. Seid ihr noch alt genug, dass ihr den Herr der Ringe-Trailer noch mit New Line Cinema Vorspann gesehen habt? Also ist das nicht sowieso auch auf den DVDs noch drauf? Also ja, ist ja New Line. Drin, ja. Ist okay. New Line. Also es war ja wahrscheinlich so mit die letzte, oder? Okay. Ja, ja. Ach, keine Ahnung. Da veränderte sich ja dann doch noch so einiges. Ja. Das ehemals kleine Studio, denn das ist ja tatsächlich noch ein... also ganz klar kein großer Studiofilm, also nichts. Ich glaube, John Waters hat das, glaube ich, auch bewusst nie so gemacht. Also ist ja auch sozusagen... Oder die großen Studios haben vielleicht auch bewusst gesagt, das machen wir nicht. Ja, und gleichzeitig ist es ja ein unfassbar braver Film. Es ist ein Märchen. Damit habe ich jetzt auch tatsächlich gar nicht gerechnet. Es ist ja sozusagen wirklich ein Märchen aus einer Welt, in der Rassismus am Ende sich... sozusagen selbst in die Luft sprengt. Die Zeit ist abgelaufen, ja. Ja. Die Uhr stehen bleibt. Ja, 30 Jahre später. Also ich stehe jetzt noch minimal auch unter dem Eindruck der Cinecouch-Folge zu Nostalgie. Und da wurde auch angesprochen, so dass du quasi in den 80er Jahren sich meist so auf die, oder in den großen Hollywood-Filmen, oder einige große Hollywood-Filme der 80er sich gerne so in die 50er Jahre bewegen. Mhm. So quasi diese Jugend, so wie dann heute eher vielleicht dann doch die 80er oder 90er in den Filmen dann mal eine Rolle spielen. Was denn noch so, was denn so Dirty Dancing und genau, Dirty Dancing, Zurück in die Zukunft. Ja. Jetzt mal so als ganz große, ich glaube, Pleasantville ist ein bisschen, Pleasantville ist eher 90er nee, schon, ne? Das ist schon später. Aber der eben auch, also die dann doch gerne mal sozusagen in die Richtung der Elterngeneration schauen und hier hat man ja auch wieder diesen Zeitsprung, sind ja, was sind das, 25 Jahre, ne? 63 spielt der Film, 62, 63. Also dass man da natürlich dann schon wieder so in Anführungszeichen entrückt ist von dem heutigen, um trotzdem vielleicht heutige Probleme zu kritisieren und wir sind ja jetzt nochmal 30 Jahre später und ja, leider hat es dieses Happy End noch in der Form irgendwie immer noch nicht so richtig gegeben oder werden diese Uhren, die an der Bombe hängen, gerade nochmal ordentlich zurückgedreht bei einigen, an einigen Stellen. Und trotzdem war das, glaube ich, der Film von den dreien, bei dem wir am meisten gelacht haben. Also ich auf jeden Fall. Ich hatte kurz, mir haben die Bäckchen wehgetan vom breiten Grinsen und lauten Lachen. Also es ist auch tatsächlich von den wenigen John Waters Filmen, die ich gesehen habe, der in sich gelungenste und stimmigste, so, ne? Weil er tatsächlich der erzählt sich sozusagen, also der nimmt sich was vor in den ersten drei Minuten im Intro und das erzählt er. Und langweilt keine Sekunde und hat wirklich ein paar treffsichere Momente und wie ich finde, eine wirklich wunderbare Besetzung, die sozusagen ihren einzigen Star im Sinne von international bekannte Fresse, Debbie Harry, sozusagen die unsympathischste Rolle schlechthin zuschiebt, ja. Also sozusagen, die darf einfach nur doof dastehen und alle anderen, die sozusagen gar nicht so tun, als ob, sondern wahrscheinlich einfach nur das spielen, was sie sind. Divine spielt sozusagen 1000 Persönlichkeiten auf einmal. Also das ist finde ich wirklich bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob ihr, also die meisten dieser Nasen habe ich noch nie gesehen und da sind auf jeden Fall immer wieder mindestens an den Rändern lauter
begnadete Laien einfach dabei. Es ist wirklich ein großer Gaudi, das zu sehen. Also ich muss an der Stelle sofort fragen, wer ist denn Debbie Harry? Sagt mir zum Beispiel Blondie. Gar nichts. Also, du musst jetzt kurz mal in die Musikwelt, 80er Jahre. Das ist Blondie. Ja. Das ist Blondie. Okay, gut, das sagt mir schon deutlich mehr. Und hast du Videodrom gesehen? Habe ich mal gesehen, müsste ich aber mal. Das spielt sie auch mit und peitscht James Woods in seinen. Oh, kennst du das Lied hier, was er mal das Revival hatten mit Maria da? Ja, also gerade jetzt also ich find, Sekunde klang jetzt noch naja, nicht, aber Blondie ist mir im Begriff. Naja, dann kann ich sie erst. Ich kannte sie nicht aus ihren ersten Hits. Ich habe sie damals kennengelernt, als sie nochmal sozusagen dieses Rocket rausgehauen haben damals hier mit Maria, You Gotta See Her da. Und ich fand damals schon, dass es eine unglaublich hübsche Frau war. Und auch im Rückblick muss ich sagen, mein Gott, hat die sich gut gehalten. Also das war wirklich... Vielleicht auch ein bisschen Hairspray gewinnen. Ich finde so, wenn man die Jahre betrifft, also ich meine, das ist ja normal, der klassische Alterungsprozess, aber die sieht wirklich gut aus. Und auch natürlich, ne? Also auch heute noch. Finde ich eine hübsche Frau. Also ich, für mich war sozusagen Divine so halb ein Begriff. Ich habe auch da eine Weile gebraucht. Ich kenne die gar nicht. Also die ja quasi... Das behaupte ich jetzt einfach mal so, diese John Waters Connection. Ich glaube, da kennt sich dann tatsächlich die Jungs vom Bahnhofskino noch mal deutlich besser aus, was so weiter. Also es ist ein Kerl, der eine Drag Queen sozusagen in allen Formen und Farben, also, wie man sich so vorstellen kann. Ach so, okay. Sehr große Ikone eben. Also ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe da keine Zuordnung. Ich wüsste jetzt nicht, was es wäre. Auch eher nur Bilder gesehen. Also wie gesagt, ich habe auch von John Waters nur Serial Mom gesehen, mehr glaube ich nicht. Und wie gesagt, die eine Simpsons-Folge, wo er mitspielt gerade noch. Deswegen habe ich ihn auch selbst erkannt dann, als er da hier seinen Auftritt hat. Als verrückter Professor. Nur der das Mädchen heilen soll, das ist der Regisseur John Waters. Ich weiß nicht, ich kenne ihn. Achso, ja, okay. Mit seinen großen Geräten. Die hat er also der ist im Remake auch nochmal dabei, der hat das immer noch das Bärtchen so. Ja, das ist sein Markenzeichen, glaube ich. Ja. Und sonst... habe ich eigentlich so das Gefühl, ja, der könnte in irgendwelchen anderen Filmen auch so, die Darsteller aus der zweiten Reihe, wo man sich nie den Namen merkt und solche Geschichten. Ja gut, und Jerry Stiller kenne ich halt noch so als von Doug Heffernan, den. Ist es eigentlich zufällig der Papa von Ben Stiller? Ja. Ja, genau. Okay, genau, weil man sieht es. Also ich frage sich gerade, woher kennt man den? Und dann aus King of Queens. Ja, das hab ich nicht, ich merke, ich kenne ihn selbst nicht so, aber im Gesicht erkenne ich irgendwen und ja, alles klar. Schön. Ja, aber sonst, genau, darstellertechnisch hätte ich auch nicht. Aber sie haben ja auch alle sehr überzeugt in ihren Rollen. Ja, also ne, weil die alle nicht zerstört worden sind von ernst gemeinter Schauspielschule, so, sondern die sozusagen überzeugt genug wurden, da einfach ihr Klischee-Abziehbild zu spielen. So. Und das ist wirklich schön. Also von wirklich, seien es die Kinder, die da die Preteen-Tanzgruppe machen, bis hin zu, ja, keine Ahnung, irgendwelchen. Die kleine Junge da. Wenn ich sie küssen. Ach, herrlich. Ja, und wie bei Terminator 3 funktioniert das für mich immer sehr gut, wenn eben Filme sehr lustige Momente haben, um dann doppelt und dreifach einem die schlimmen Sachen oder die Sachen, wo ich dann denke, oh Gott, das ist aber nicht schön, zu präsentieren, da trifft es dann immer gleich doppelt und dreifach in die Magenkuhle bei mir. Und was lässt sich dabei an Terminator 3 denken? Also nur Terminator 3 hatte auch so viel Humor und uns dann zu sagen, ja, nee, den Tag der Abrechnung, den können wir jetzt nicht mehr verschieben, der ist jetzt da. Spoiler. Ja gut, aber dann gibt es wirklich die Bombe, die mehrfach hochgeht. Also ich finde das ja wirklich interessant, dass also der Film, das meine ich am Anfang auch mit, dass der wirklich das, also es gibt keinen, also ich wüsste, also John Waters Filme kranken für mich ganz oft daran, dass die so zerfasern, weil sie alles Mögliche gleichzeitig sind. Und dass der Film sozusagen auch in einer Wasteland sozusagen, ne? Also ein Rassenunruhen. Eine Rassenunruhe im Vergnügungspark. Im Vergnügungspark. Also er behält immer, also auch da ist es immer noch die überzogene, verkitschte Inszenierung, als sei es eine Seifenoper, die nachmittags im Fernsehen läuft. So, ne? Also es ist, also er verlässt das niemals. Also es gibt eben, also inhaltlich ist gar ganz klar, also wer sozusagen Gegenwart und Geschichte nicht ausblendet, der kriegt auch mit, dass das gerade ernst ist und trotzdem ist die Inszenierung, gibt sich keine Blöße. Das finde ich total krass. Also echt, es ist auch so der Eindruck, den ich noch von Serial Mom habe, dass er eben so quasi überall ist richtig dick Zuckerguss drauf, ne? Also dieses, das ist wahrscheinlich das, was dann Camp so total abdeckt. Ja. Oder ich glaube, John Waters ist der selbst auch sagt, ne, Trash. Er ist eben der größte Trash-Fan der Welt so ungefähr. Wo ich ja nicht so viel anfangen kann mit dem Begriff. Und dann aber eben
kannst du das eben auch sehr leicht einfach übersehen, ne? Und dann ist das aber eigentlich wirklich so dermaßen in die Fresse, finde ich. Und auch muss es ja wahrscheinlich auch sein. Also ich glaube, wir sind da jetzt so relativ ähnlich von unseren Grundhaltungen und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute es gibt, die sich das angucken und denken, ja, wirf doch mal hier deine kleine Kirschbombe da und so in die Menge oder sonstige Sachen. Aber also bei Stephen King zum Beispiel, die zwei Bücher, die ich vielleicht gelesen habe, oder den Film, das ist immer so, es ist so eine normale, glaubwürdige Welt und dann kommt irgendwie ein Teil ist Horror und der ist einfach so in dieser Welt und der ist aber auch selbstverständlich und ist einfach da. Und ich habe auch das Gefühl, hier ist es so, wir haben hier diese zuckersüße Welt und dann kommen aber so diese ganzen Risse und so, oder dieser Zuckerguss, der kann das gar nicht zusammenhalten, diese ganzen Abgründe, die sich da noch verbergen und dann kommt das immer so blub einfach da raus und das ist dann einfach da und ja, für mich funktioniert das auch sehr gut. Ja, da, ich würde sogar sagen, ich sehe gar keine Risse, sondern ich sehe sozusagen, also höchstens Reißbrettfiguren sozusagen. Also es sind alle, also es gibt keine einzige Figur, die auch nur irgendeine Wandlung macht. Die sind alle von Anfang an, so wie sie sind, bleiben sie, ne? Und alle Schwarzen sind gut und alle weißen Rassisten sind böse und unheilbar so. Das Einzige, was sie sozusagen heilt, ist sich in Luft auflösen oder irgendwie explodieren, ne? Also es ist extrem zugespitzt. Und also für mich ist es auch eigentlich unfassbar, dass es überhaupt ein Film ist. Aber es geht, ne? Also weil es einfach wie ein Märchen aufgezogen ist. Ein Märchen überrascht mich ja auch nicht mit irgendwelchen überraschenden Charakterentwicklungen oder sowas, sondern das Faszinierende ist eigentlich, dass es die ganze Zeit von etwas erzählt, was ich total gut verstehe. So Ausgrenzung. Wer zu fett ist, wer zu schwarz ist oder sonst wie, ne? Also gehört nicht mit dazu. Und statt Integration, Segregation. Und es ist also wirklich, es wird immer eins zu eins das genommen. Und es ist unglaublich, wie die Musiksequenzen, die ja wirklich permanent, also es gibt ja keine 5 Minuten, in der nicht wieder der nächste Song angeht, zieht das so durch. Und die Songs sind das, wo ich so kurz merke, oh, das ist aber interessant, weil so manches Lied, das da so zwischengemogelt ist, das reißt plötzlich manchmal so eine Tiefe nochmal so auf, so in der Emotion, wo ich so merke, oh. Also dieser Moment, wenn so richtig schlecht Karaoke, der schwarze Sänger, der eher sowas wie der Hausmeister zu sein scheint, und er singt da so ein... Ich glaube, das war ein Penner. Ja, aber ist, ja, er ist der drin, noch, ne? Der ja drin vor, ist. Der Penner dann weiter mal singt, so, ne? Aber dieses... Das geht einem, also mir ging das total nahe, dieser Moment. Und das schneidet plötzlich auch ganz interessant auf die Gesichter der Leute, die in dieser, sozusagen in der schwarzen Version des Tanzabends zu Gast sind. Und man merkt, oh Gott, also alle Weißen tanzen schon wie die Bekloppten zu der schwarzen Soul-Musik, aber kein einziger Schwarzer darf in dieser Fernsehsendung auftauchen. Und diese schwarze Soul-Musik, da ist irgendwas, es könnte ja sein, dass das irgendwie Gefühle sind, die ungefilterter, purer, vielleicht viel trauriger sozusagen, viel mehr aus dem Bauch raus, weil so viel Leid da ist. Also es könnte ja sein, dass wo das Leid besonders groß ist, ist besonders wenig Interesse daran, irgendwas kompliziert um die Ecke, sondern direkt und der Beat ist pur und die Texte gehen dir direkt ins Herz. So irgendwie scheint es dann auch die ganzen Weißen irgendwie zu berühren und sie würden am liebsten gerne ausblenden, dass es von Schwarz gemacht worden ist. Und dann ist ja so ein Moment, der ist so schwarz, es passt deswegen für mich auch so geil, dass danach unsere Hauptfigur an der Wand gelehnt ist und sagt, ich wäre so gerne schwarz. Also das ist so, das finde ich ganz toll, dass der Film das schafft. Also er bleibt sozusagen komplett in dieser, in diesem Stereotypen-Märchen und stellt die Dinge, also es ist wie so eine, ja, wie in so einer Versuchsanordnung steht das richtig so ganz einfach so gegeneinander, aber es ist so, man kann auch nicht sagen, dass es auch irgendwie, es ist nichts gelogen, so, es ist total ehrlich und natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Also ich frage mich gerade, ob der Film so,
Also es ist so richtig ein cleverer Film. Also John Waters kenne ich aus Erzählungen, dass der in den 70ern Filme gemacht hat, die heute teilweise noch nicht im Fernsehen laufen können. Fling Bling Flamingos kann nicht im Fernsehen laufen, weil da Hundekot vor laufender Kamera gefuttert wird oder so. Keine Ahnung, ich habe den nie gesehen. Aber also dass ein Regisseur, der mal geguckt hat, wie er einfach alle Geschmacksgrenzen überschreitet und sein Publikum so ein bisschen foltert, ne, um irgendwie was ankommen zu lassen, wahrscheinlich in diesem Film es geschafft, einfach, nee, nicht einfach, total schwer, also weil es so, weil es so gut durchdacht ist, eine ganz einfache, ganz simple und ganz vielleicht unbestechliche Parabel zu machen, ne? Also eine Parabel über die gelogene Integration, also ist total geil, also wirklich beeindruckend. Die Ratte im Mondlicht. Das ist der Hammer, oder? Was sind das für Bilder? Es ist wirklich, also. Und wer das nicht kapiert hat, kriegt noch eine Minute später nochmal die Ratte auf den Fuß. So romantisch. Ja, also von Tracy, ne? Tracy, genau, Walter. Das ist so romantisch und dann kommt die Ratte. Ja. Also schon, genau. Oh, also quasi sozusagen ohne. Ja, doch, na, Rassisten tritt der Film natürlich schon auf die Füße, so, ne? Aber. Also es ist quasi ein total populistischer, platter Film, der mir aber nicht das Gefühl gibt, mich irgendwie populistisch und platt anzublaren, so, weil er wie so ein, er ist wie so ein Lied, ne? Ein Lied ist ja auch meistens platt, so, was das in 3,5 Minuten alles erzählt, so, und der walzt das aus auf 90 Minuten und ist aber sozusagen, also, ja, ich merke, dass ich finde es beeindruckend, weil ich finde es verwunderlich, dass er so gut funktioniert. Das ist wirklich beeindruckend. Weil ich kenne viele Filme, die so ähnlich sein wollen, das überhaupt nicht sind. Inklusive John Waters selber. Also. Naja, wirklich. Das ist halt, ja, also wir können jetzt, ich weiß zum Beispiel nicht, Kali, wie ist denn das in dem neuen Film? Also geht der all das mit? Du sagst, die singen dort? Naja, also das ist ja sozusagen, das ist ja diese Chronologie, die Max schon gesagt hat, 88 kam ja der Film raus, kam sehr gut an, also der ist in Kinos, war mittelmäßig, aber halt die riesen Fangemeinde, die sich dann meistens, war ja damals sowieso so mit Rocky Horror und so Sachen, als im Nachhinein so richtig aufgepusht wurden, das war bei dem Film halt auch so. Und dann haben sie 2002 halt das Musical zu dem Film gemacht und diese Grunds haben natürlich auch noch überspitzter die Charaktere dargestellt und noch mehr Heidi-Tighty und mehr Kontrast zum Rassismus. Das ist natürlich, das kommt noch, dass es wirklich jeder mitkriegt. Und genau dieses Musical selbst haben sie dann den Film gemacht und der kam ja dann 2007. Und der Ben hat dann auch diese ganzen Musical-Lieder. Was mir zum Beispiel nicht gewahr war, deswegen zum Thema Hausaufgaben machen, ist, dass dieser Film die Grundlage fürs Musical war. Ich habe gedacht, dass der Film schon das Musical darstellt. Mhm. Da war ich jetzt überrascht. Aber ich meine, die Dance-Szene war trotzdem drin. Deswegen hoffe ich, dass das Thema nicht ganz verfilmt fehlt ist in euren Augen. Und bei dem neuen Film ist halt natürlich extrem, sind natürlich aus der heutigen Sicht die 50er dargestellt, schön lackierte Leute, dann richtig alles perfekt, ein bisschen oberflächlicher, wie es dann heutzutage auch gerne mal ist. Und die Musik ist natürlich auch so ein absoluter Ohrwurm gerannt, ne? Also so, you can't stop the beat. Glaube ich, hast du auch schon mal gehört, vielleicht nicht in diesem Zusammenhang, aber ich glaube auch. Und da sind ein paar richtig schöne Sachen bei und das wird dann halt auch, die Darsteller haben auch richtig Spaß und übertragen das auch und das ist, ich finde das auch sehr schön gemacht. Und das, bei denen ist dann halt, dass nochmal die, dass sie so eine richtige Polizeigewalt nochmal gezeigt wird, was natürlich in dem Film noch nicht so drin ist, was heutzutage dann, ja, glaube ich, eher treffender war. Oder, das muss ich mal selber nochmal überlegen, was noch war. Da war noch zum Beispiel, was in dem Film gar nicht vorkommt, da die Böse, die hier von Donnie gespielt wurde, die wurde in der modernen Variation von Michelle Pfeiffer gespielt. Mhm. Und die war nicht verheiratet, sondern Single. Und die hat sozusagen die Produzentin in dieser Fassung gespielt und hat dann immer zu, die war halt die Oberrassistin und gleichzeitig halt auch gegen die Dicken. Und die wollte dann halt die Tracy auch nicht in der Sendung haben und hat dann sozusagen immer so dafür gesorgt, dass sie nicht rein darf. Bis dann halt der Corny dann gesagt hat, oh, komm doch rein. Ah, die haben also die Figuren zusammengelegt. Also was hier noch der einzelne Filmproduzent ist. Genau, das war da zusammen. Ah, ja, okay. Nee, ich glaube nicht, also, oder nee, andersrum. Also, was meinst du mit der Produzentin, wenn du sagst? Nee, also das die Wein nochmal gespielt hat, das war ja der Thomas und das ist dann sozusagen, das ist schon zusammen, das stimmt schon. Ja, stimmt, weil ich habe nicht überlegt, von dem Musical, was wir halt gesehen hatten, habe ich die ganze Zeit, oh Gott, war sie die Showleiterin, Blonde, ne? Genau. Und auf jeden Fall, dann gab es halt was zum Beispiel im Film auch in der neuen Verfilmung drin ist, ist halt diese Beziehung zwischen Edna und wie hieß denn der Vater?
von Wilbur. Von und Wilbur. Also das ist auch nochmal intensiver beschrieben. Ne? Das sind, das hat so die Grundprämisse. Dadurch, dass dann halt die Mama so aufgegangen ist seit den 50er Jahren, traut sie sich halt aus dem Haus nicht raus, weil sie schämt und nicht möchte, dass die anderen sie sehen. Und dadurch, dass dieses Mädel jetzt so berühmt ist und sie möchte diese Mutter-Tochter-Beziehung so im Fokus, sagt die Mutter, ja Mutti, du musst für mich da sein. Jetzt, du musst jetzt raus in die Welt. Jetzt mal, hilf mir doch. Und dadurch kommt sie in dieses Welcome to the 60s und kommt dann einfach raus aus sich raus. Und entdeckt sozusagen die Welt nochmal richtig schön. Das haben sie nochmal richtig schön, also dass auch die Beziehung, dass Mutter-Tochter-Beziehung so stark dargestellt wird. Und dann gleichzeitig halt die Beziehung zu diesem Wilbert und dem und Edna, die sind ja dann auch so extrem eng miteinander. Und die Michelle Pfeiffer, die versucht dann halt den Wilbert zu verführen, weil sie ja so eine Mode-Ikone ist und sozusagen dann auf dieser persönlichen Ebene die auseinanderzukriegen, weil die eine Familie einfach so zusammenhält, die Klassen sich können sich nicht unterkriegen lassen, weil die einfach sozusagen an ihre Prinzipien glauben. Das ist in dem Film ja auch schon wunderbar da, ne, dass die sozusagen ihre Linie fahren, und das ist im neuen Film auch. Und dann versuchen die es dann hinterrücks, ne, was ja auch in Zeit für die heutige Zeit mal so gern ist. Das wird ja immer gern Motiv genommen. Und er ist halt so dusselig, weil er so treu doof seiner Frau gegeben ist, er kriegt das gar nicht mit. Und es ist dann halt, Michelle Pfeiffer tut halt alles, dann liegt in ihren ganzen Charme von früher aus ihrer Grease-Erfahrung raus und versucht wirklich alles, und dann von Gott, wie heißt der Schauspieler jetzt? Christopher Walken spielt ja den Wilbur. Und er spielt das so fantastisch, also ich weiß nicht, so von dem Stil her, so wie bei Eve in der letzte Gentleman, hat er ja auch so diesen verpeilten Papa gespielt. Und diesen Stil greift er halt da auch komplett auf und das macht das so unschuldig wie so ein Schäfchen, das ist wirklich schön. Und da gibt es halt wirklich einen Film, also ein Lied zwischen John Travolta und ihm, was eigentlich eine gesungene Liebeserklärung ist, und das ist wirklich komplett von den Melodien und vom Takt und von der, also vom ganzen, von der ganzen Komposition her nicht so für die moderne, sag mal, moderne Beat, sondern wirklich ganz entspannt 50er Jahre Gesang, so wie Doris Day das gesungen hat, und das ist ein sehr, sehr schönes, das ist ein Gänsehautmoment. Also es ist dann so, dass du hast dann halt dieses Anprangern, diesen Rassismus hast du ganz doll, du hast halt diesen Betrug und von hinten rum, denn Diskriminierung ist alles auch genauso drin und durch die Musik teilweise übersteigert. Was, wenn ich jetzt im Vergleich zum alten, zum neuen Film gucke, wer nicht gut weggekommen ist, ist Link. Ja. Den haben sie ein bisschen schlechter gemacht. Den haben sie so in die moderne Zeit gesetzt. Der Link ist ja hier sehr treu ergeben und was weiß ich was. Ja. Und im Film ist es dann so, dass er von Zac Efron gespielt wird. Und die beiden sich dann halt auch verlieben. Und dann geht es halt darum, dass hier dieser Marsch ist, dieser Protestmarsch. Und da ist in dem Musical der Konflikt halt drin, wir müssen da mitlaufen. Und Link sagt, nee, ich habe jetzt jahrelang hier dafür gekämpft, dass ich ins Fernsehen komme. Wenn ich das jetzt mache, dann bin ich raus. Und deswegen weiß er halt, soll er mitkommen, soll er nicht mitkommen. Und Tracy läuft da jeden Fall mit, wird dann auch verhaftet daraufhin. Und Link hat sich ja nicht getraut und versucht das nachher wieder so gut zu machen, indem er sozusagen in der Sendung die kleine Schwester von Seaweed reinholt und sozusagen auch vor der gelaufenen Kamera zu ihr steht, und wenn dann alle so gucken nach dem Motto, du bist die Böse, weil die ganze Presse hat natürlich sie auch schlecht gemacht in diesem Fall und sie als sozusagen an die Wand gestellt, da springt er dann ihr wieder zur Seite und macht das wieder gut, und dann ist wieder heidi-teidi, Happy End. Aber an sich ist Links Rolle nicht so andersweise so positiv wie jetzt in diesem Film. Das war ja Wahnsinn. Ja, mir macht das gerade total klar, dass das habe ich ja so schnell dahin gesagt. So. Aber wo du das gerade alles erzählt hast, wo das Remake sich ganz viele Gedankengänge einbaut, wie ihm doch Figurenentwicklungen stattfinden, ne? Und wenn sie nur einmal hin und wieder zurück sind, so, aber eine ganz andere Komplexität anlegt. Und ich glaube, wenn ich ein Drehbuch von dem John Waters 88er-Film gesehen hätte, ne, hätte ich gedacht, das kann niemals ein Film werden, wenn das alles so bleibt. Das ist doch unglaublich. Du kannst doch nicht am Anfang in der Exposition irgendwie die doofe Schnepfe zeigen. Die bleibt ja die doofe Schnepfe, und alles andere bleibt auch genauso. Das geht doch gar nicht so, ne? Und das, was ich aber gerade faszinierend finde, ich finde ja, dass der Film das toll gezeigt hat, dass es geht. Also weil er eine ganz bestimmte Idee von ich wüsste es gerade gar nicht anders als Märchen hilft mir irgendwie, weil ich damit meine, es ist eine Geschichte, zu der wir uns richtig gefühlsmäßig 1:1 verbinden können, aber wir haben die wunderbare Sicherheit, es ist ein Märchen, also wir können sozusagen, also es ist sozusagen enthoben der Realität, aber es ist direkt verknüpft mit der, so, ne? Also eine Fantasy-Geschichte wäre, da fällt mich dann nochmal was anderes, aber jedenfalls
interessant, dass sozusagen das Remake das anders versucht. Wie geht das aus? Das würde mich jetzt noch sehr interessieren. Also wie kommen die raus aus der Nummer? Auch gut, das funktioniert auch. Ich aber was passiert zum Beispiel mit Michelle Pfeiffer? Also ja, weil die hat keinen Bombenanschlag vor. Nee, die Bombe ist überhaupt gar nicht Musical. Ja, ja. Um Gottes Willen. Ich muss jetzt mal überlegen, dass ich jetzt nicht mit dem Theaterstück wieder durcheinander komme, was wir gesehen haben. Ja, das aber das ist nicht so weit auseinander. Ja. Im Film ist es, ich glaube, das war mit dem Theaterstück gleich. Also wenn ich jetzt mal Unsinn erzähle, dann verzeiht es mir bitte. Aber da ist jetzt nicht diese Autowahl, das ist das sozusagen Miss Teen irgendwas, ne? Sozusagen das Vorbild, wäre sozusagen das Model wird für die nächste Saison live im Fernsehen übertragen. Und dann ist sie auf der Flucht. Sie ist sie ist nicht mehr im Gefängnis, sondern Tracy auf der Flucht. Dann darf sie halt nicht nur nominiert werden. Und daraufhin, weil der Papa, das ist ja im Film, in den neuen Verfilmungen und im Theaterstück auch stärker drin, der Papa hat ja diesen Scherzartikelladen. Und der schmuggelt sie halt mit so einer Rakete rein. Und dadurch, dass ja nun Michelle Pfeiffer ja weiß, also beziehungsweise jetzt die Mutter weiß, die passt mal auf, die will bestimmt rein, ne? Und fällt auf diesen Trick nicht rein. Lassen die alles abriegeln und die kriegen sie ausgetrickst, dann ist sie dann doch da, dann kommt das große Lied und dann kommen ja die kleine Tochter mit rein und die ist halt sozusagen die beste Tänzerin und was weiß ich was und die Leute, dann kommen halt die ganzen Anrufe, weil es halt Live-Sendung ist und dass die ganzen, alle sagen, dann wählen dann halt die, dann ist dann die Erklärung zur Wahl der Miss Teen und dann wird die, und dann lügt der Moderator und dann ist es, dann sagt er nicht, dass es Tracy ist und sagt er, dass die Lütte ist. Also der hat hier die Schwester und Lil Innes und dadurch ist die ja fest drin und dadurch ist dann sozusagen das Gemischte da. Dann kommen alle auch sozusagen von der Show von CBS Mama rein. Dann ist immer komplett absoluter Skandal, ne? Die Produzenten drehen durch, aber die ganzen die Sponsoren springen alle ab, die ganzen Hairspray-Sponsoren, alles springt ab. Und aber die Einschaltquoten sind so hoch und es wird so positiv angenommen, es ist ein Happy End. Und daraufhin kommt dann der Produzent als letzten Gag zu Michelle Pfeiffer und sagt, oh, sie haben das super gemacht, sie kriegen eine Gehaltserhöhung und alles, sie kriegen komplett den Bereich für die Schwarzen. Und das ist dann dieses, yeah, nein, weil sie ja eine absolute Rassistin ist. Und dieses, entweder du integrierst sie oder machst gar nichts. Und das ist für sie eigentlich ein beschissenes Ende aus ihrer Position, aus ihrer Exposition heraus, weil für sie ist es ja der Horror. Ja. Sie muss ja dann das machen, was sie nicht will. Und die anderen beiden, ja, ich sag mal, so Link und Tracy sind zusammen, ein Pärchen, die Mutti und die Wilbur und so sind auch super zusammen, ist auch alles happy. Und was halt ist, dass zum Schluss die beste Freundin spielt, die Amber spielt, die ist ja so ein bisschen komisch. Und die ist im neuen Film halt auch komisch. Und, warte mal, weil du jetzt Amber gesagt hast? Nee, ist es nicht, Amber Penny, ist die Dove, ne? Penny Pingleton ist die von Tracy, die beste Freundin. Ja, genau, Peggy. Ja, Peggy, die ist ja da auch gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin jetzt heißt. Geh mal kurz her. Die kennen wir ja auch. Amanda Bynes, glaube ich, hieß die, bevor ihren Drogenskandal und alles, was mit ihr war. Hatte die ja mal eine vielversprechende Karriere. Ich glaube, die kennst du auch, das ist diese hier. Und, und die spielt halt auch sehr, sehr schrullig und die fängt auf einmal an zu singen und sagt dann vor lauter Kamera, ihr könnt nichts machen, Seaweed und ich, ne, wir gehen zusammen durchs Leben, muss ich akzeptieren und dann fällt die Mutter in Ohnmacht, aber das Ding ist raus, das kriegen sie ja nicht mehr zurück, das ist offiziell, Punkt. Und damit und so endet der Film mit einem Augenzwinkern, ne, das ist sozusagen wirklich Happy End, wir gehen alle zusammen, das ist wie bei Grease am Ende, ne, we all go together, ne, so und bam. Knall weg. Also es funktioniert wunderbar. Ich habe ja gedacht immer, bei Hairspray, ich hatte ja Hairspray nie gesehen. Ich kannte immer nur das Cover und ich habe das mal mitgekriegt, dass es im Kino lief, aber bin ich nicht umgestellt. Und ich dachte damals immer, das ist so eine, ich sag jetzt mal, so eine sinnfreie Lollipop-Oper, ne? So wie Grease. Wie man sich das so vorstellt, so heidi-teidi und aber jetzt nicht viel Sinn dahinter und was weiß ich was. Und als ich dann den Film gesehen hatte, da war ich, also das war ja trotzdem bunt und schrill und auch mit guter Laune und Siegel, wie du schon selbst gesagt hast, ist es ja in dem Musical ja noch stärker. Aber dieser Hintergrund mit dem Rassismus und der Ausgrenzung, der ist ja so stark dadurch, was Max von angesprochen hat, dadurch, dass das so fröhlich dabei ist, ist es ja noch härter, dass auf einmal gesagt wird, nee, du darfst jetzt nicht mittanzen, nein, du kommst jetzt hier nicht mit, du bist widerlich, du ekelst mich an, so in dieser Art und diese fiesen Sprüche. Und da war ich total überrascht, dass auf einmal dieser politische Konsens da so reingearbeitet ist. Das hat mich dann gleich begeistert und das fand ich so schön. Und das spricht das Mädchen aus mir raus, aber in dem Musical, also im Film, im Neuen ist eine Szene gewesen. Da ist sozusagen, dann werden halt die Teens gewählt
für die neuen Tänzer, für die Corny Cullen Show. Mhm. Und da gibt es halt ein Lied, das heißt Lady Choice. Und deswegen dann Zac Efron richtig so auf Michael J. Fox gemacht, zweiter Film. Ne? Wenn er dann sozusagen vor den 50ern alle so richtig abgeht. Und dann siehst du halt die ganzen, hat mich komplett dran erinnert. Und dann hast du die riesen Sporthalle. Und dann halt da tanzen sie halt alle in diesem gleichen Schick, was wir jetzt eben auch gesehen haben, mit der gleichen Choreografie. Und dann hast du ein ganz dezent halt so ein Band in der Mitte durch und da sind dann die Schwarzen. So. Und dann kommt dann Tracy an und sie sagt dann, sie hat ja den Tanz in ihren Nachhilfestunden, hat sie sich ja mit Seabird angefreundet und hat den Tanz von ihm gelernt. Und dann möchte sie natürlich, damit sie auffällt, was anderes machen und fragt dann Seabird, ob sie den Tanz haben kann. Und er so, na klar, nehme ich, ich leihe ihn dir. Und sie so, nee, ich will aber mit dir tanzen. Und er so, das darfst du nicht. Und dann tanzen sie sozusagen wirklich sie links, dann das Absperrband, dann Seaweed, dann sagt Seaweed, nein, du tanzt ihn jetzt alleine, ich leihe ihn dir für diesen Tanz. Das ist dein Tanz jetzt. Und so werden alle auf sie aufmerksam, weil sie ja absolut abgeht wie sonst was. Und dann dadurch hat sie auch die anderen gleich auf ihrer Seite, weil sie gesagt hat, ich möchte mit euch zusammen tanzen. Und das ist so eine starke Szene. Das ist so, weil einfach mal die Gruppe tanzt, aber sie fällt immer mehr raus. Und bis dann dieser Efren sozusagen komplett sich von selber so angezogen fühlt, so auch so mitmacht. So. Und das ist so. Fand ich so stark, also auch so sozusagen dieser Gemeinschaftsgeist, weil ich auch die Freundschaft so schön fand. Also das fand ich ganz toll gemacht. Ja, Entschuldigung. Das ist dieser Exkurs, aber ich fand das Musical auch total schön. Es war auch so, und dann gehst du mit einem Grinsen raus und denkst nachher so, oh scheiße, das ist ja heute immer noch nicht besser. Also es ist so, ja. Ja, offensichtlich hat im Jahre 88 John Waters sich da schon wirklich einen ganz schön universellen Stoff rausgesucht. Die Neuverfilmung hat John Waters ja offenbar gar nichts mehr zu tun gehabt. Ne? Also Regie hat Adam Shankman geführt. Ich glaube, also der war irgendwie mit dabei auf jeden Fall. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ja. Na, wie gesagt, wenn die zweite Filmversion eben auf dem Broadway-Musical basiert. Genau, ne? Also auch ein anderer Drehbuchautor. Mhm. Also ja, offensichtlich hat er jetzt ja ganz viel damit zu tun. Ich finde es interessant, dass das einfach, also für mich ist das so typisch, dass es in den Bühnen hat, das eine lange Tradition und bei den meisten Filmen bei den Filmen, die ein Remake sind, sozusagen, kann das ja auch was Schönes sein, also den gleichen Stoff nochmal sozusagen neu zu interpretieren. Und ich höre sozusagen nur lauter spannende Dinge, die hinzugefügt worden sind, die verändert worden sind, ne? Und ich merke, es macht mir auf jeden Fall nochmal Lust, echt so nochmal drauf zu gucken, was gelingt hier in diesem John Waters-Film so gut, ne? Also, wie ging es dir, Max? Also, du hast, glaube ich, genauso wie wir beide also auch schon gesagt haben, hat man dich ja genauso auch vergnügt, die 90 Minuten wahrgenommen. Ja, also ich bin vor allem, vielleicht nicht angetan, also was mich immer wieder überrascht hat, war so wie so mit mancher Deutlichkeit, manches einfach so, bumm, zack, das passiert jetzt gerade und da wird nicht irgendwie noch Pathos oder wir nehmen jetzt auf einmal ganz andere Musik und eine plötzlich völlig andere Ausleuchtung. Ja. Nee, also wenn dann, also wo ich mal so diese Taktung oder das Tempo des Films, wie ich so denke, jetzt wird Tracy gerade in die Haarspray-Nachhilfe, sie hatte schon 2 Wochen Haar-Nachhilfe, deswegen musste sie schon weg. Was für eine absurde Szene das an sich schon ist die ganze Zeit. Und dann kommt dieser Umschnitt auf Amber, die da sagt, ja, sie lag dann nackt im Auto, dann kommt der Zettel, sie ist adoptiert und das ist so diese Mischung aus, ja, wir haben uns ja früher auch immer in der Schule, wurden immer so Zettel rumgeschrieben und andere irgendwie so ein bisschen runtergemacht oder sonst wie. Und dann aber dieses, she's adopted. So riesengroß. Und also wie direkt das einfach so ist, ohne da irgendwie noch groß drum rum oder, oh, das ist jetzt heimlich. Nein, oder wie sie dann auch im Fernsehen. Ja, das ist eine Kakerlake. Tracy ist eine Kakerlake. Und dann der Umschnitt wieder vor dem Fernseher, die Mutter, nein. Und wir haben eine saubere Teenagerin. Und so. Also auch diesen Fernseher so ernst nehmen, also wie das auch immer kommt, und Tracy, die dann nachher den Fernseher küsst und dann gucken wir aus dem Fernseher raus und sehen das dann auch noch. Und dass es ein Zungenkuss ist. Und was nicht alles. Es geht ja eigentlich damit los, wenn sie da in der Show zum ersten Mal aufstehen darf und ja, sag mal, hast du denn einen Freund? Nein. Aber ich habe ja auch nie verliebt bin. Und dann die Mutter, was? Das möchte ich aber schon wissen. Ist immer noch einmal ein Mädchen hier, ist noch ein Teenager. Und so, also dieses, aber sie kann sich, oder wenn Penny dann applaudiert und dann, oder irgendwas zuruft, Penny, sie kann dich nicht hören, sie ist im Fernsehen und so, ne? Aber also wie da, so also dieses, als ob das noch so völlig neu wäre. Ja.
Und das sind also erzählende Gags. Also jedes Mal, wenn ein Gag kommt, erzählen die was. Ne? Nicht nur, weil das jetzt witzig wäre. Ne? Und vor allen Dingen, weil es auch nicht alles immer ausbuchstabiert wird. Also das beste Beispiel für mich war, also neben dem für mich, glaube ich, herausstechenden Bild, in der Pfütze sich spiegelnde Mond mit der Ratte. Ja, wenn, das war beeindruckend, muss ich auch sagen. Das andere super Bild ist, wenn sie dann wieder tanzt. Sie mit Link zusammen ist und dann hier die Hand einfach so total doll an die Kamera hält und dann, ach so, dieser Freundschaftsring. Und in jeder anderen Variante wäre wahrscheinlich ganz noch, hätte irgendjemand nochmal gesagt, vor dem Fernseher oder sonst wo, oh nein, sie hat jetzt den Freundschaftsring, damit auch jeder Bescheid weiß. Und hier ist es einfach so, wir zeigen das. Es ist ein visuelles, also einfach eben Show, don't tell. Und das an der Stelle eben durchgezogen. Und das, ja, macht das immer gleich nochmal viel besser. Ja, ich habe gerade so, mir ein bisschen, als du so erzählt hast, Carly, habe ich nochmal so über die ganzen Figuren nachgedacht und bei dem Papa von der Tracy ist mir dann, schon da sagtest du ja dann richtig, ne, der ist ja wie heißt das, also was für ein Laden? Scherzartikelladen, genau, so. Und es ist lustig, dass ich quasi im Finale von dem 88er John Waters Film gibt es ja quasi immer den nächsten Scherzartikel, der dann Richtung Debbie Harry und ihrem Mann fliegt, so. Und das habe ich aber nicht gleich kapiert. Ich weiß sogar, dass ich noch ganz verwirrt war, als kurz davor in einer Szene sich der Papa im Fernsehen für Integration ausspricht und dann seine Scherzblume einmal in die Kamera spritzt, so. Und ich so, hä? Und dann sagt er noch, Integration is not a laughing matter oder irgendwie. Ja, genau. Oder serious matter. Und ich denke so, ja, okay, ist halt ein skurriler Papi, ist er schon die ganze Zeit. Und dann dachte ich so, da ist doch bestimmt eine Szene aus dem Film nochmal rausgeplumpst, so, wo man sieht, wie der in seinem Scherzartikelladen unterwegs ist. Oder ich habe irgendwie gekannt. Nee, er hat doch ganz am Anfang gesagt, als sie sagt, ja, sie müssen kommen, ja. Er sagt doch die Penny, jetzt komm da mal. Und er so, ja, ich muss irgendwie so, dafür habe ich jetzt den Furzkissen nicht verkaufen können. Ja, aber verstehst du, ich komme da gar nicht, also als Ahnungsloser komme ich jetzt gar nicht drauf, dass er nicht irgendein Gag macht, so, sondern nein, er verkauft halt Furzkissen so. Ne? Also ich finde es ganz lustig, ich wollte das gerade anführen als ein Beispiel. Also ich möchte mal eine Stadithese reinschmeißen, da gab es 100% eine Szene, wenigstens noch im Drehbuch, vielleicht haben sie nie gedreht, wo der Papa in seinem Scherzartikelladen gerade ein paar Scherzartikel verkauft. Achso, meinst du, aber beim Abendessen haben sie doch gesagt, dass mit dem Scherzartikelladen, dass das ein Werteberuf ist. Okay, pass mal auf, ich rede davon, dass es ein Film ist und wenn du einen Film machst und da hast du den Vater deiner Hauptfigur und der ist Scherzartikelladenbesitzer, du kommst doch auf die Idee, eine scheiß Szene im Scherzartikelladen zu haben. Also, wer weiß, was die da gesagt haben. Ich sag ja, ist genau, eben, also versteht ihr, was ich meine? Nee, was für, also wie günstig man dort hätte Gags für eine Minute einkaufen können. Aber weißt du, und ich glaube, dass das, ganz kurz, ich glaube, dass das die Idee ist. Nein, das macht der Film gar nicht. Der macht keinen Gag nur des Gags wegen. Das, also mir scheint das so. Der macht ihn noch viel besser. Der macht nämlich einfach die ganze Fassade des Hauses wird als Gag dargestellt. Denn an dieser Hauswand, wo die wohnen, sind nämlich diese ganzen Artikel, die er, ich musste auch erstmal gucken, was ist denn da alles rangemalt? Und das sind alles diese Sachen, die Scherzartikel, die er verkauft. Das heißt, die ganze Fassade ist ein Witz. Als Symbol jetzt mal so in den Raum gestellt. Also wenn es das auch noch gibt, dann garantiere ich euch, es gab eine Szene in dem Scherzartikelladen und ich möchte John Waters für diese mir jetzt selbst eingebildete Szene applaudieren, dass er sie rausgeschnitten hat. Also wir können wir ja wirklich nochmal recherchieren. Vielleicht gibt es da den Extras noch irgendwie was. Also daran würde ich festmachen wollen, das ist vielleicht der Clou von diesem Film. Also wenn es was zu lachen gab, hat man ziemlich herzhaft lachen können, so, weil es so, also wie ihm das Beispiel mit, die Leute fangen an, mit dem Fernseher zu kommunizieren oder dieser Moment, wenn sie in diese segregierten Klasse kommt, ja, und das eigentlich die coolste Klasse von allen ist und wenn die dann auf die Streberklasse losgelassen werden und so, das sitzt, das ist also natürlich total überzeichnet, aber jede Karikatur sozusagen ist eine gnadenlose Enttarnung der Wahrheit und zwar einer Wahrheit, die nicht nur in den 60ern stimmte oder in den 80ern, sondern im Jahre 2018 genauso. Ne? Also es ist wirklich, das glaube ich, macht das aus. Also dass man das Ding funktionieren.
Ich finde das auch schön, als dann die ältere Dame Link gegen das eine Knie und gegen das andere Knie getreten hat und ja. diese voller Pathos sich dann angeschliffen hat, wie andere Leute im ja. Krieg, weißt du? Das, genau, ja. so, das hat mich an diese eine PTV-Werbung von vor ein paar Jahren erinnert, die dieses mit, ja, geht ohne mich, geht ohne mich. Ja. und, ist, genau, diese völlige Überzeichnung, ne? Ja. Das, was ja auch im Finale ja bei ihm noch weitergeht, wo er dann so heult und dann, ja. er ist geheilt, er kann wieder gehen, er kann tanzen. Aber auch, also weil du gerade sagst, eben die alte Frau, die ihn da schlägt, und dann ist auch so für mich der Indiana Jones Moment, wo eben der Messerschwinger ankommt, er zieht einfach die Pistole, wo sie dann eben die alte Frau mit der Handtasche so rumwedelt, und dann kommt Tracy, spuckt ihr einmal ins Gesicht. Auch so wieder völlig so, bäm. Genau. Ja, weil es auch so ein kleines bisschen so, also Tracy ist ja nun wirklich, also wie die umgeht mit diesen bösen Fragen in dieser, weiß ich nicht, das brutale Warm-up vor der Studiosendung oder was immer das sein soll, ne? Und dann kommen da diese bösen Fragen und auf jede antwortet sie völlig überraschend, total, wie soll ich sagen, ganz, nee, nicht abgeklärt, sondern ganz selbstbewusst. Selbstbewusst und lieb auch. Ja. Friedlich, ganz friedlich so antwortet sie. Also, sie wird eigentlich jedes Mal angegriffen mit der Frage, aber sie antwortet nicht mit einem Gegenangriff. Das, ne? Na, so halb, wenn es, also bei Emma dann, ne? Also mit dem hier, würdest du für die Hautcreme-Werbung, würdest du da mitmachen? Ja, also ich habe es ja nicht nötig, wie manch anderer. Dip, dip, dim. Ne? Das also, stimmt, aber... Aber grundsätzlich verstehe ich schon, was du meinst. Also, das ist sehr, sehr klug, sehr kluge Antworten sind das eigentlich. Und dann gibt es manchmal so Begegnungen im Leben, dann spuckt man jemandem lieber einfach ins Gesicht. Das kriegst du jetzt auch gerade. Also es ist immer noch, vielleicht immer noch netter als ein Faustschlag auf die Nase und trotzdem auch zeigt es große Irritation. Also ich, das ist wirklich, also wir können noch mal an diesem Beispiel bleiben. Also wenn der Typ mit kaputten Knie sozusagen sich so hinterher schlägt, finde ich, ist das ein hammerschmaler Grat. Ne? Also das ist jetzt so, ich habe vor kurzem die nackte Kanone nochmal geguckt. Ne? Also ich habe vergessen, vielleicht glaube ich den zwei. Jetzt nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Und ich merke, ich kann das nicht durchhalten, knapp 2 Stunden lang. Was? Welchen Teil hast du denn? In meiner Pubertät habe ich das genossen ohne Ende. Jetzt gucke ich das und merke, scheiße, um Gottes Willen, warum gibt es nicht irgendetwas, was noch neben dieser großartigen Gagparade passiert? Und das, der Film verspricht ja gar nichts anderes. Ne? Ich will ihm das überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Also für das, was er ist, ist er großartig. Und vermutlich sogar auch unübertroffen. Ich wollte nur sagen, dort gibt es sozusagen, in dem Moment, wo der sich da so hinterher schleift, ist das ja der Moment, der quasi ja auch der Höhepunkt dieser Polizeigewalt und Ausschreitungsnummer ist. Und der Gag geht halt, irgendwie schafft John Waters das schon, dass das sozusagen, also er haut voll rein und macht sogar noch eine Kreisblende zum Schluss. Und trotzdem verrät er nicht den Inhalt dieser Szene. Also hat er gar nicht nötig und bei Nackter Kanone gab es quasi nie einen Inhalt, darum geht es gar nicht so. Also keinen Inhalt im Sinne von irgendwas mit Tragweite so. Man könnte ja sagen, so viele Gags, wie es da gegen den amerikanischen Präsidenten gibt, scheint da ja vielleicht auch noch eine Message drin zu stecken. Das stimmt bestimmt auch, aber es gibt keine Dramaturgie in den Figuren, ne? Und dass er das, also die ist hier ganz stark, aber nur mit platten Figuren und ja, irgendwie, also ich kann wirklich sagen, dass ich öfter mal gestaunt habe, dass ich dachte, warum funktioniert das gerade so? Also ich merke, ich bin bestens unterhalten, bin manchmal berührt und denke so, krass, und gleich ist der Film rum und der schafft, das zieht er so durch, sehr beeindruckend. Also ich gerade auch überlege, die eine Szene, wenn wir eben beim Jahrmarkt sind, so dann wie die alle so gemeinsam und jeder hat so Spaß, und dann kommt zum Schluss das letzte Fahrgeschäft sozusagen hier, wo Amber ganz alleine in der viel zu groß schon ist für diese kleine Rakete und sich dann auch noch übergibt. Und da kommt schon das Gehässige bei mir auch so ein bisschen, wo ich so denke, tja, Mädchen. Ja. Also einerseits denke ich so, ja, das könnte ich sein, ich muss mich auch mal ganz schön übergeben, wenn ich schon einfach ein Fahrgeschäft mache. Aber gleichzeitig denke ich auch so ein bisschen, ja, wer kann denn da wieder nichts ab, so ungefähr? Also, ne, was ja eigentlich wirklich schon so drauf ist, das ist die Böse. Und jetzt darfst du auch mal über die Böse lachen, so ungefähr, was aber eigentlich auch nicht wirklich richtig ist. Ne? Das ist ja auch nur ein Mensch. Aber dass auch selbst diese Szene eben funktioniert.
Und Kalli, dank der Beschreibung von dem Remake, sehe ich das nochmal besonders deutlich vor mir, wie sehr mir gefallen hat, diese beiden Familien sich so gegenübergestellt zu haben. Ne? Also diese Familie von Amber ist das, ja? Also die Familie von Amber sozusagen, die so destruktiv ist, so, ne? Mhm. Also die auch nur was Gutes will, aber hammerdestruktiv ist in wirklich jeder Hinsicht bis zur Bombe zum Schluss. Und dann die Eltern von Tracy, die man ja vielleicht auch erstmal destruktiv und nicht hilfreich finden könnte, aber merkt, nein, die sind total liebevoll. Das ist das Paradies im Vergleich zu dieser Edelhölle, die durch die Amber dort muss. Und das ist total schön. Es ist also quasi zwei Familien sind, zwei Väter, zwei Mütter, so ein krasser Kontrast. So, ne? Also und dann kommt noch Mrs. Pingleton und die Eltern. Ja. Diese Romeo und Julia-Geschichte da nochmal. Da gibt es keinen Vater. Doch, da gibt es ja auch einen Vater. Ja, natürlich. Ich rufe die Polizei und du wirst bestraft. Der wurde ja nur einmal kurz gezeigt. Der ist mehrmals zu sehen. Das mehr immer zu sehen? Ja, obwohl, als sie in dieser, als sie nachts rumknutschen und dann, wenn sie flieht, sagt er auch nochmal, da ruft er nochmal. Aber Miss Pingleton hat diese unglaubliche Miss Szene, dass ihre Vorurteile zu ihrem größten Albtraum werden. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, das ist auf den Punkt. Und was ist der Höhepunkt der Szene? Polizei, Polizei! Guckt sie ein schwarzer Polizist auf sein Auto an. Das ist so. Kann ich Ihnen helfen? Das hat sie aber auch fantastisch gespielt. Ne? Also, das muss echt sein, das ist ja wirklich zusammen. Schön gewesen. Und wirklich ohne erhobenen Zeigefinger macht das auf, was sozusagen, wo Angst herkommt und wo sie einen hinführt. Und dass das nichts mit den Menschen zu tun hat, gegen die sich die Aggressionen aufgrund dieser Angst richten. Ne? Das ist schon die eigene Welt. Hallo, Ballo. Also ich fand die Szene so schön. Ja. Mit dem, also auch mit dem Penner, mit dem möchten Sie mir vielleicht Geld geben. Ja. Nehmen Sie. Ja, oh, Sie sind aber nett, danke schön. Und davor die ältere Dame, die ist dann da vorne sitzt. Also ich fand das so schön. Ja, das war eine schöne Szene. Genau, ab dem dritten Schnitt habe ich auch quasi, weiß ich auch schon, was, wie das jetzt gemeint ist und wie das jetzt weitergeht. Also jeder nächste Gag ist ja schon fast zu ahnen, bis auf den Polizisten. Aber dann ist das so, wo ich denke so, ja, aber weil es so stimmig ist und weil auch die Schauspielerin jetzt eben nicht so eine Profi-Schauspielerin ist, die jetzt denkt, sie muss jetzt einen Oscar gewinnen, wobei das vielleicht diese nicht so professionelle Schauspielerin auch gedacht, aber das macht es so. Sie hätte ihn auch verdient. Ja, und dann kriegen wir ja auch wieder mit der Kamera eingefangen. Sie blickt dann von draußen in den Musikladen und hat natürlich nur die eingeschränkte Perspektive auf ihre Frau, ihre Tochter, die da gerade mit dem jungen Mann tanzt, der da gerade die Zunge so rausstreckt im Tanz und so total sich über ihren Körper beugt. Und das muss sie natürlich verhindern. Und ich finde es auch so geil, dass direkt neben dem Musikladen so zugehängt die Kirche ist. Also auch da Welten aufeinander prallen. Du, das ist wirklich, das stimmt. Ich glaube, die Ausstellung ist tatsächlich so genau. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ne, du hast den Scherzart, diese Fassade des Scherzartikelladens, der die Hauswand bedeckt, der Musikladen, die Kirche, die Modegeschäfte, ne, sind ja auch nochmal. Ja, da und auch, was für ein, wie das so ein, also ich habe gerade so an die Ausstattung von diesem schwarzen Tanzsaal gedacht, so, ne, also der so was ganz anderes ausstrahlt. Also ganz eine so typische Sporthalle, wo dann noch eine Veranstaltung stattfindet. Ja, so ein bisschen improvisierter so. Ja. Also der lebt nur durch die Menschen, die da drin sind und nicht durch das ganze Gebunze. Genau, ne? Das ist einmal das Studio eigentlich, was so eingerichtet und hergerichtet ist und so. Und da hast du halt, ja, wir haben das, aber wir brauchen eigentlich nur uns und die Musik. Und das reicht eben. Ne? Und wir brauchen nicht noch die 50.000 Tonnen Haarspray aus Vorspann und alles. Und dann auch so politisch unkorrekt zu sein und da so schwingende Teenager-Ärsche zu zeigen, bei denen man denkt, oi, 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 die sind wir auch alle ganz schön versext hier, ne? Aber es ist so. Times they are a-changing. Flowing in the wind. Echt wirklich. Ach, Bob Dylan. Und es ist, ne, also wenn das in 63 spielt, Alter, das ist schon noch die Zeit, wo so. Also, ja, wann war Martin Luther King in Ermordung? Ja. Also wo das quasi wirklich ganz fern, also ein solches Märchen, also eigentlich den 63 hättest du den Film nicht machen können, können im Sinne von, den hätte auch, also die Leute, die es ernst gemeint hätten, hätten gedacht, mach hier nicht so ein Märchen, du Arscho, mach mal lieber krasse Dramen so, ne? Oder die es noch gar nicht verstanden hatten, wüssten gar nicht, was gemeint ist, ne? Das ist ein krasses Teil, ja. Oh, du wärst ja, glaube ich, auch gelünscht worden. Ja. Das war schon ganz schön Südstaaten.
Ist auch bezeichnend, dass die Protestierenden da. Ich überlege die ganze Zeit, wo Baltimore liegt. Baltimore, Maryland. Aber ich kriege es nicht verortet auf der Karte. Irgendwo Richtung Ostküste. Kriegt man nicht? Oder muss man also dafür? Ich weiß es nicht, wo Baltimore liegt. Ja, so okay. Ich das. Ja, ja. Ich dachte, du hast auf dieser Karte auf geguckt. Nee, ich wollte echt drauf genau. Ich hätte ja auch noch so einen Globus. Mal gucken, ob wir Baltimore ich wollte eigentlich wollte ich sagen, weil du das Wort Südstaaten gesagt hast, dass die Protestierenden beim Jahrmarkt eben auch die Südstaatenflagge da rumwedeln. Das ist auch so übergewichtige Frauen, die da, die übergewichtige Frau, die Bombe wirft. Und wie das aber auch, so auch gegenüberstellt. Irgendwie hält der da auch gerade so, es ist ja auch total überzeichnet und doch sprengt das nicht. Ich weiß auch, ihnen läuft nicht die Sabber noch runter. Oder es hat nicht einer noch einen Haken. Nee, sie werden bleiben als Menschen. Sie sind trotzdem eben. Und genau, und es sind auch wieder diese normalen Fressen so. Das macht einen Unterschied. Das ist ja ein bemerkenswerter Film gewesen, Conny. Damit habe ich wirklich null gerechnet. Und es macht mir nochmal wieder, wie so oft, wenn ich einen guten Film gesehen habe, möchte ich mehr davon. Und frage mich natürlich, welche John Waters-Perlen wir noch entdecken können. Also ich ahne schon, dass wir den ein oder anderen Hörer oder Hörerin haben, die uns das auch in die Kommentare reinmalen. Sehr gerne. Also ich überlege auch gerade noch bei der Familie von Penny. Ja. Das hätte ja, oder das ist ja. Wie gesagt, das ist überall dieser Zuckerguss, aber eigentlich ist das ein Horrorfilm, der da gezeigt wird. Ne? Also das ist ja Clockwork Orange. Ja. Hier ist der Doktor mit diesem absurd riesigen Hypnose-Dreh-dich-Rad. Dann, ach, hier sei ganz lieb und zieh dir einfach mal diese Jacke an. Kommt eine Zwangsjacke, in die sie gesteckt wird, vor den Augen von anderen Menschen. Und dann ist sie wirklich eingekerkert. Deswegen auch nochmal mein völlig passender Vergleich mit Nightmare on Elm Street, wo ja auch dann die Fenster vergittert werden vom Polizeivater. Und dann auch wieder die Angst der Mutter, die Angst vorm schwarzen Mann, und der ist auch noch unter dem Bett. Also ja, eigentlich das Horrorbild. Der passiert sowieso immer genau das, bevor sie am meisten das Horrorbild Angst überhaupt, und dieses Horrorbild wird ausgelöst durch ein Lachen. Ja. Ne? Hier hat doch jemand gelacht, aber das ist der absolute Horror, das ist unvorstellbar. Und wenn dann John Waters ihr nochmal hier diesen Zauberstab, was er da in der Hand hat. Ne? Ja, aber da war das für mich so diese sexuelle Komponente. Ja, ja, also auf jeden Fall. Negro, Black People, und so, aber so völlig eben die Wirkung verpufft. Ja, obwohl das ja, das ist natürlich lustig und überdreht dargestellt, aber es ist ja schon tatsächlich so, dass früher Leute so behandelt wurden, ja, ne? Auch gegen Homosexualität und stromstößend. Deswegen, alles, was so als gesellschaftlich falsch angesehen wurde, was. Deswegen, also frage ich mich dann eben auch mal, weil du ja vorhin noch so gesagt hast, eben die Laiendarsteller so und die Divine, oder der Divine, ich weiß nicht, also Divine dann eben so eine Rolle spielt, wie diesen Produzenten, der auch sagt, wenn da auch nur ein Schwarzer in die Kamera guckt, dann werden alle gefeuert, die Show wird dicht gemacht und sonst was. Ich mir vorstelle oder einfach glaube, dass einige der Leute bei dem Film das mit Sicherheit selbst alles erfahren haben, solche Sachen. Und also auch direkt von Angesicht zu Angesicht kann ich mir vorstellen, dass die Produzenten halt denken, hier, ich bin der König und sage dir, wie der Laden läuft, und dann quasi da irgendwie so zurückzuschlagen. Eben. Ja, das stimmt, das denke ich auch. Das ist auch spannend, also, was du sagst. Genau. Und was das für eine Leistung dann eben auch wieder sein muss, auch wenn es vielleicht, die waren jetzt vielleicht eher weniger so Laienschauspieler sind, die da aber natürlich ihre eigene Geschichte, also sie haben auch ihre Erlebnisse, Punkt, das wird so gewesen sein, bleibt ja nicht aus. Und das dann trotzdem irgendwie so rüberzubringen oder eben nicht in dieses völlig Pathetische zu verfallen, so vielleicht. Also das ist manchmal eine Sache, die ich total stark von dem Film jetzt fand, dass dadurch der Produzent ja immer wieder den im Nacken sitzt, und der Corny und seine Assistenten, die wollen ja eigentlich dann auch, lass uns doch mal hier sozusagen Leute zusammenmischen, lass uns das doch vermischen, lass uns doch mal da offener sein, wir müssen mit der Zeit gehen. Und die wollen das ja eigentlich und kriegen halt immer nur Drohungen und den Riegel vorgeschoben, nee, entweder ihr oder gar nicht oder was weiß ich was, ihr habt ja keine Handhabe, wir machen das nicht. Und das finde ich, das wird auch so beklemmend teilweise, auch als wenn es mit dem kleinen Mädel ist, wo er meinte, lass sie doch rein. Ja, es geht doch nicht. Dann komme ich gleich. Nee, und wenn du jetzt das machst, dann seid ihr alle raus. Es geht ja wohl nicht, überhaupt gar nicht. Dieses extreme Kontrahalten, dieses nicht mal eine Wahl lassen, nicht mal auch nur Luft zum Atmen lassen. Das finde ich. Verhandelt. Nee, ja. Ich fand das, die Szene selbst total beklemmend. Und gerade fand ich, also ich musste auch so ein bisschen grinsen, weil ich natürlich das Musical, also sowohl im Film als auch das Bühnenmusical vor Augen hatte, da haben das natürlich anders gelöst. Da war es dann, da hieß es dann nicht so, da darf keiner kommen. Da wurde natürlich auch die Ansage gemacht, aber da war halt dann der Corny, der sich dann gestellt hat, ich bin die meistgeguckte Sendung hier.
Ja, ohne mich gibt's keine Connie Collins Show, ne? Entweder wir machen das jetzt so, wie ich es möchte und ich lasse sie rein oder nicht. Ja, dann wirst du gefeuert, ja gut, aber dann gibt's auch, dann gibt's die Show aber auch generell nicht mehr, dann gibt's euch auch nicht mehr, ne? Und das war, ist dann halt das Druckmittel gewesen, wo er dann gesagt hat, oh komm, mach, mach's, ne? Und das ist halt so, das, ich finde, das ist ja noch euphorischer, was das Märchen angeht, weil, sag ich mal, diese Chance hast du ja heutzutage gar nicht. Wenn du heute einen Fehler im Fernsehen machst, dann bist du trotzdem raus. Du kannst ja auch nicht immer alles bieten lassen, also. Na und er macht's ja dann erstmal nicht und man fragt sich, wie hält er das aus und dann sieht er ja nur vorbei und dann kippt sich erstmal Alkohol rein. Ja, das ist wieder auch einer dieser Momente, die so absurd übertrieben und dann ist es so, es ist so ein Volltreffer, so, also das geht nur mit Drogen oder also irgendwas, damit du das verdrängst, wie bekloppt das ist. Und wisst ihr, was ich, das fand ich wirklich faszinierend, gerade weil die in dem Moderator und in der Produzentin so eine Selbstverständlichkeit war, so von, ja, und nun lass uns das doch endlich mal machen. Das ist also gar nicht so sehr, also es fühlt sich auch nicht an, als würde die das sagen, weil ja, ist jetzt wahrscheinlich eher eine bessere Quote als andersrum, sondern wirklich so, ist doch anders, ist doch auch Quatsch, oder? Und so ging es mir dann so irgendwie ab der Hälfte des Films schon lange nicht mehr so ein pures Gefühl gehabt zu, ey, alles mit Trennung und Vereinzelung ist wirklich eine bekloppte Idee. Die einzige Variante, die sinnvoll ist, so zum Überleben ist, es gemeinsam zu machen. Also es war so selbstverständlich da, ne? Und alle anderen stehen ganz schön doof da, die immer, nee, ich will aber das Zielen ausgesperrt und so. Ja, ja. Nee, das, aber der wird ja auch eben so als menschlich und mit klarer Haltung eigentlich ja auch eingeführt. Also gerade wenn eben dieses Vorsprechen ist da, ne, wo er dann auch sagt, so Emma, es reicht. So Emma, das sind jetzt hier fünf Abzugspunkte, du bist raus, tschüss. Ja. Also ganz klar, zack, brauchen wir auch nicht diskutieren. Das ist so ein Moderator, der ständig mit Teenies arbeitet, auch schon so ein Fünf-Punkte-System hat, der man weiß, ja, ich muss dann auch irgendwann... Aber da eben auch, ne, also das sind eben, also wie sie ja eigentlich auch bei diesem Tanz, ne, das hätte man ja auch wieder so überdramatisch inszenieren können, oh, jetzt kommt die Übergewichtige und oh, und es gibt ja auch ein, zwei Mal so ein paar Blicke und der eine oder andere guckt mal komisch, aber grundsätzlich ist irgendwie diese Haltung, hey, die tanzt gut, soll auch dabei sein. Ist ja alles, ne, was sonst, was interessiert denn noch? Ja gut. Und das finde ich übrigens eine große Stärke, ne? Also von dem Konzept also dass die Dramaturgie nicht darüber funktioniert, dass die Figuren irgendeine bestimmte Entwicklung durchmachen müssen, ne? Sondern die ist einfach, die Tracy ist es einfach, die ist einfach wirklich, die ist am Anfang zwar noch sozusagen vor der Welt des Fernsehens so, da sieht es noch so aus, also das Einzige, was sich entwickelt, ist mein eigenes Vorurteil, dass ich am Anfang noch denke, na, die Dicke, die wird wohl nur davon träumen, dass sie Teil dieser Sendung wird, so, und dann ist sie Teil dieser Sendung, aber sie selbst hat daran gar keinen Zweifel gehabt, das ist ja das, was sie die ganze Zeit so überzeugend macht und was es für mich auch sehr überzeugend macht, dass sie damit Erfolg hat, dass das anziehend auf andere Menschen wirkt, ne, das, also so wie natürlich auch der Typ, der die Klamotten für die dicken Menschen herstellt, schon längst kapiert hat, Mr. Pinky. Ja, es ist total bekloppt. Warum soll ich dann mein Geld damit verdienen, dass die Menschen sich auf Krawall umbürsten? Nee, ich werde sie darin bestärken, dass sie so bleiben können, wie sie sind. So, also, das ist schon... Und der ja auch eben sagt, ne, also es gibt natürlich Menschen, die quasi in große Anführungszeichen jetzt einfach zu viel essen, aber es gibt eben auch hier diese ne, Knochenbau und was nicht alles für Stoffwechsel und hast du nicht gesehen. Und dann auch so, ja auch diese umgekehrte, diese Irrsinn dieser Modewelt. Also ich hoffe, hier ist niemand auf einer Diät oder so, ne? Nicht, dass dass ihr mir jetzt hier meine Werbung dann auch dadurch wieder kaputt macht oder so, dass ihr plötzlich dünn werdet, so. Das ging ja auch nicht. Also da er natürlich trotzdem auf der gleichen Ebene ist. Aber ja, das ist auch schon sehr... Mensch, sag mal, ja, Hairspray, das lohnt sich doch genauso zu verkulten wie die Rocky Horror Picture Show. Also gibt es eigentlich ständig Hairspray-Vorführungen, wo die Leute diese Kostüme tragen und sich da einfach so, das ist ja auch... Nee, so dann siehst du es ja nicht mehr, dann kannst du ja nicht vorbeigucken, wenn der Geometrieunterricht. Ja, ja. Schon gesagt, mit den Haaren, das funktioniert nicht. Ja, ich merke gerade so, das ist wirklich total lebensbejahend, also ist ja wirklich so ein Film, der tut sich, also kannst du jedes Jahr gucken, so, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe das ja nur auch jetzt rückwärts gerichtet erlebt, indem ich ja sozusagen jetzt hier von, ja, erst den Remake, dann habe ich den ins Theaterstück gesehen und den sozusagen... Also ich würde es auch gar nicht als Remake daher bezeichnen, weil es ja wirklich die Bühnenadaption ist und diese Bühnenadaption ist ja schon die Adaption der Filmversion, deswegen, also ist wieder Erbsen zählen jetzt. Ja, aber ich werde es, ja, das können, ich stimme dir zu, aber ich werde es trotzdem jetzt weiterhin gebrauchen, weil sonst muss ich mich nicht passen die ganze Zeit. So. Und habe das ja sozusagen jetzt rückwärts gerichtet erlebt und ich, für mich ist das jetzt, dadurch, dass ich ja nun das die erste Variation als letztes gesehen habe, kann ich nur sagen, ja, ich verstehe natürlich, dass das Stoff für Musical gegeben hat, dass man das überzeugen kann. Ich kann das komplett nachvollziehen und jetzt verstehe ich auch bei dieser Vorlage, warum auch das Remake
so gut wirkt und warum das auch so toll ist. Und ich weiß, ich hätte das damals gesehen, war total begeistert, weil ich dachte so, wow, krass, erstmal das Titellied, das daher, das ist daher, krass, ja. Oh, das geht so vor ins Ohr. Guck's mal. Und dann habe ich das gehört, oh Gott, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Und dann habe ich halt bei der Film halt vorbei und denke so, boah, wie geil war das denn? Also das hat ja richtig Spaß gemacht. Guckst du jetzt sonst, weiß man? Nee, das ist verrückt. Dann hatte ich ja, dann ging es ja auf meinen Geburtstag zu und dann habe ich ja Max unendlich genervt, dass ich unbedingt dieses Musical sehen wollen würde. Und zum Glück war es nur bei diesem Musical. Naja, und dann, Max wollte es erst nicht sehen. Dann hat er mir jetzt überraschend es doch geschenkt und es auf der Bühnenadaption fand ich toll. Also das hat auch richtig Spaß gemacht, das hat von der ersten Moment auch funktioniert. Die sind da abgegangen, die Kostüme vor uns sind natürlich glitzernd, schillernd, wie es auf die Bühne gehört, denn die Dance-Nummer war toll, die Musik ging sofort ins Ohr, wir hatten eine Isabelle Forell da, die sozusagen die böse von Tassel gespielt hat, die Mutti gespielt hat, dann auch ein bisschen stärker betont, hat sie aber auch schön gemacht und ich muss ehrlich sagen, das war für mich so ein richtig knaller Stück gewesen, hat richtig Spaß gemacht, wo ich auch zu Max gesagt habe, ganz ehrlich, ich würde mir das nochmal angucken. Und da war die Tour erst, jetzt casten sie halt wieder für eine Deutschland-Tour. Mal sehen, wann die, also für nächstes Jahr wieder langkommt. Und ich glaube, wenn die in unserer Ecke sind oder nach Hamburg oder so, dann gucke ich mir das auf jeden Fall nochmal an. Weil das ist ein Musical, das macht unglaublich Spaß. Das würde ich, wie ich Rocky Horror, jedem empfehlen. Also das sind Sachen, es gibt halt Musicals, die sind immer für eine spezielle Zielgruppe. Das ist ja bei Filmen nicht anders. Auch so Disney-Musicals finde ich auch immer so, aber das ist ein Ding, wo auf jeden Fall so ein bisschen politischer Hintergrund mit drin ist und trotzdem Spaß dabei. Ich finde, das ist eine Kombi, die muss man mitnehmen. Umso eher geht das ins Gehirn rein. Also das finde ich, ja, schön. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt habe ich alle drei Versionen gesehen und ich bin von keiner enttäuscht. Ich finde alle toll. Also macht alles auf ihre eigene Art total Spaß. Wie geht's dir denn? Du hast ja jetzt zum Beispiel die Bühnenadoption jetzt mit dem Originalfilm sozusagen vergleicht. Ja, also vergleichen, weiß ich nicht. Die stehen halt für sich, finde ich. Ich habe natürlich beim Gucken die ganze Zeit gedacht, wie war das eigentlich bei dem, was wir gesehen haben? Oh Gott, war nicht das ein Charakter und war das nicht anders? Und aber ohne jetzt zu sagen, ist das besser oder schlechter, ist halt anders. Und ja, das live zu erleben ist ja immer sowieso nochmal was überhaupt ganz anderes. Ich habe uns überlegt, das haben sie interessant umgesetzt, so die Szenen, sie tanzen vor dem Fernseher und dann gibt es den Schnitt ins Studio und diese Grenzen werden aufgelöst und wie das eben auf der Bühne war, dass dann eben so sie quasi am Rand da sitzen, Fernsehen gucken und dann die Show und dann wird es immer mal so mit Beleuchtung geändert. Über solche Sachen habe ich nochmal kurz nachgedacht, aber also haben wir jetzt, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass wir hier sehr gut unterhalten worden sind von diesem Film, dass man da auf jeden Fall seinen Spaß hat. Ich finde auch die Rolle der Tracy unglaublich sympathisch. Also ich finde, du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwas an ihr zu finden, was du nicht mögen kannst, weil abgesehen davon, dass sie mit sich selbst im Reinen ist, ist sie auch mit der Welt so sehr im Reinen. Das ist eigentlich eine richtige, also das ist wirklich eine Vorbildfunktion, da verstehst du auch, warum die Mädels hier im Bus überfallen, warum alle sie so toll finden, weil sie einfach, ja, weil dieses mit sich selbst ein Rein sein, das hast du in der heutigen Zeit ja kaum. Das ist so, dieses, dass sie auch so ausstrahlt, heile Welt. Und das ist nicht auch diesen Märchencharakter, was du gesagt hast, da kann man sich auch mal ein bisschen was abschneiden, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob sie heile Welt ausstrahlt, aber was sie halt ausstrahlt ist, oder wenn mir gerade so bewusst wird, wenn wir beim ersten Mal so, oder doch bei dem ersten Auftritt die Studioszenen sehen, wenn dann noch das Schild hochgehalten wird, Smile, Smile, ne, weil die anscheinend, vielleicht sind die alle schon so lange dabei, dass die deswegen nicht mehr so da lachen und das vielleicht auch ein bisschen Routine ist. Und sie kommt dahin und sie hat den Spaß, sie lacht aus, weil ihr das Spaß macht, was sie da tut. So, ne? Also sie müsste jetzt nicht das Schild angezeigt bekommen. Und das ist eben das, glaube ich, was so die Ausstrahlung einfach so. Das, ne? Mach, was du Spaß, tu, was dir Spaß macht und dann funktioniert. Ja. Gibt es noch was wir noch gesagt haben müssen? Ja. ich würde noch eine Frage reinstellen wollen. Das haben wir ja vorhin, als Max das mal vorgelesen hat und auch gesehen, dass mal dieses besonders Bemerkenswerte war, dass die Mutterrolle mit einem Mann besetzt war. Findet ihr das sozusagen stimmig oder wäre das für euch, wenn das mit euch mit einer Frau in der Hauptrolle nicht funktioniert? Habt ihr da irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie so auch so sein musste, wie es dann gemacht wurde? Also ich habe mich ein paar Mal gefragt, so Christian hat es ja vorher auch erwähnt, na, weißt du eigentlich, wo du darauf dich hier einlässt, John Waters zu gucken? Und habe dann so gedacht, also ich habe das so als, das ist halt so, selbstverständlich hingenommen, auch vielleicht, dadurch, dass wir das Musical einmal gesehen haben auf der Bühne,
schon so diese Besetzungsgeschichte und habe das für mich, na so ist das halt und habe so gedacht, ich kenne zwar nur den einen Film von John Waters, aber ich habe so gefühlt, na das ist halt John Waters, ne, der macht das halt einfach und das ist alles, das ist so selbstverständlich da, warum sollen wir da irgendwie drüber reden, das ist so, Punkt, wir müssen nicht wieder überlegen, darf man das, müssen wir nicht vielleicht noch hierüber, ist das noch politisch korrekt und diddledam, wir machen das einfach und ich habe mir aber gefragt tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen oder dass es Menschen gibt, die Probleme haben, da reinzukommen oder das so zu akzeptieren quasi oder sich mit dem Film Spaß haben könnten, aber sich an Sachen aufhängen, wo ich sagen würde, ja, was juckt mich jetzt, ob das, also die dann sagen, ja, was ist denn das für eine Mutter, das ist doch nicht die echte Mutter oder wie, und dann würde ich sagen, ja und, interessiert mich das, ist doch völlig banal, also ist natürlich vielleicht sogar das, worüber sie dann stolpern sollten, ne, um zu merken, ja, warum stolperst du denn da überhaupt drüber, ne, vielleicht hat er sich ja was dabei gedacht, aber für mich war das alles so, was so passiert, ja, das passiert halt. So wie die Mutter von Penny. Ich so denke, ja, das ist wahrscheinlich so das Thema Helikoptereltern, die vielleicht eigentlich nur das Beste für ihr Kind wollen, aber da was ganz anderes erreichen. So, und das ist eben so. Puff. Na, ja. Ja. Konfrontieren mit den eigenen Vorurteilen. Also nimm diesen, warum stolper ich da gerade drüber? Ich glaube, das ist es schon, worum es ging. Ne? Also dieses, dass ich auf die Idee komme, mich das kurz so zu fragen, weil in dem Film passiert das total selbstverständlich so, ne? Und die Wein hätte noch 2-3 andere Figuren spielen können, so. Ja, das muss wohl eine korpulente Mutter sein. Huch, jetzt ist die auch noch so männlich und mit Brusthaaren quasi. Und alles, was da sozusagen noch bei mir ausgelöst wird, hat mehr mit mir zu tun jetzt als mit dieser Welt so. Und also für mich gehört das quasi, das ist für mich Teil des Filmthemas. Also Integration oder Segregation? Gibt es Leute, die mehr oder weniger wert sind, weil sie so oder so aussehen, riechen, sprechen, herkommen, so, ne? Mhm. Und deswegen hat mit John Waters mit großer Lust und Freude da die Line, den Profi da hinten in die Ecke oder dem mit dem Klischee. Also es ist wirklich so wie so, also ich nehme die Welt, wie sie ist und fackel so ein bisschen dran, sortiere die dann aber auch wieder so ein bisschen, dass es auf Scheck aussieht, so, ne? Und ich weiß auch, also es ist so ein, weil, also ich habe das Gefühl, also darin, also in so einem Menschen wie Divine steckt drinne, also wir, also was wir sind und wie wir sind, das ist doch vor allem eine Frage, meine, also es ist eher eine mentale Frage als eine äußere. Wir werden nur ständig, kriegen wir sozusagen vermittelt, nein, du gehörst dahin, du bist dort reingeboren oder das so, so wie du aussiehst oder wie du, was du kannst, das bedeutet, dass du denn dazu gehörst und dazu nicht so. Das ist das, was wir uns immer manchmal gegenseitig glauben lassen wollen, weil uns die Welt ein bisschen überfordert. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Und das ist so ein, das ist ein unglaublich deutliches, präsentes Beispiel in wundervollen Kostümen. Ne? Es ist ja wirklich auch toll, wie die aussieht, wenn die aus dem Klamottenladen kommt und die Frisuren. Und, willkommen ja. In den 60ern. Ja. Also ich habe festgestellt für mich, dass ich die Mutti immer so als meinen heimlichen Liebling immer hatte. Hm. In allen Variationen. Also von die. Ja. Ich finde die göttlich. Ich finde die einfach göttlich. Und auch so sympathisch. Ich bin einfach nur knuddeln und drücken. Ja, deswegen heißt sie ja auch Divine. Naja, es ist einfach so richtig. Du meinst jetzt auch in den anderen Aufführungen. Nee, ich meine in allen Varianten. Ja, ja. Mhm. In allen Varianten, dass jemand sagte, oh, wie niedlich und so. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das eine Neuverfilmung war oder auf der Bühne, wie die Mutti dann da aber rausspringt und sagt, na, dann habe ich halt eine Hummeltaille. Das war auf der Bühne. Das war auf der Bühne. Und er konnte mich auch. Das fand ich so niedlich. Dieses, ja, sei einfach du. Sei einfach du. Ich finde das einfach so super. Wieso sind wir, wer sind wir eigentlich, dass wir denn in die Augen rollen, nur weil du da ein paar Gramm mehr drauf hast? Ist doch Quatsch. Also ich finde das so. Ich finde einfach die Botschaft an sich so schön. Ich finde deswegen. Also ich finde Hairspray ist ein richtig. So für mich auch so ein ganz gelungenes Konzept und auch so richtig einfach nur toll. Also das ist wirklich auch so eins, was mich auch wirklich begeistert auf allen Ebenen. Das muss ich auch mal ableuchten, ne? Der Titel ist Hairspray. Also was auch immer man, ich habe gerade überlegt, was hatte ich eigentlich für Assoziationen, bevor wir das auf der Bühne gesehen haben, bevor ich jetzt diesen Film gesehen habe. Und ich glaube, ich wäre nicht unbedingt darauf gekommen, dass, also wenn ich mal frage, Hairspray, was denkst du, was passiert hier so? Ja, nicht das, was jetzt dann passiert. Naja, ich habe auch gedacht, deswegen auch Lollipop-Oper, ne? Ja. Ja, und was du jetzt ja auch meintest mit diesem
zur Integration, Segregation, mhm. Akzeptanz. Du hast ja meistens, also bei uns die Großmusicals in Deutschland sind ja meistens auch, ja, ich sag mal, diese Heidi-Tighty-Musicals, wie diese Disney-Verfilmung und jetzt sowas wie Kinky Boots, das geht ja auch in diese Richtung, Akzeptanz vor Toleranz. Und das ist zum Beispiel, das wird nach einem Jahr gar nicht angenommen, weil Leute sich da gar nicht rantrauen an das Thema Drag Queen oder ähnliches, wo man sich in der Frage, in der heutigen Zeit, das wird auch in der Gesellschaft angekommen, warum ist das denn nicht so? Ne? Und ja. Bin ich ja immer ein bisschen skeptisch, ob, also, dass es viele gibt, die da irgendwie schon deutlich offener sich geben, aber dass es, glaube ich, auch immer noch einen sehr großen Teil gibt, den das, ich weiß nicht, ob sie bewusst dagegen sein möchten, aber die vielleicht einfach noch nicht so weit sind, die da vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen eben. Leider. Ich fand das Musiker hat ja auch diesen Konflikt gehabt sozusagen mit Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz. Dann kommt ja auch dieses zusammen, wie sich das so auffädelt und da habe ich auch damals nur gesagt, das ist auch ein Märchen an sich. Und da habe ich auch nur grinsend gesagt und gesagt, oh, das ist einfach nur schön, wenn die Welt so wäre, wenn die wirklich so wäre, dann würde es uns allen so gut gehen. Und das wäre so, ist aber nicht. Ja. Moment, wollte ich jetzt sagen, weil jetzt, ich musste jetzt an Kiki Boots denken, ich wollte es jetzt mal erwähnen. Thematiken. Ja, schön. Dann haben wir ja unseren kleinen Musical-Rundumschlag. Trilogie. Ja, eine sehr besondere Trilogie. Also ich finde, wer mal, aber gut, ich wollte gerade sagen, also wer jetzt mal sozusagen so einen schönen Hattrick ausprobieren will, dann merke ich so, ich bin schon so dran gewohnt, dass ich, man könnte ja quasi dank Streamingdienste könnte man ja quasi immer super tolle Playlisten teilen. Hier, mach dir damit mal ein schönes Wochenende mit diesen drei Musicals. Wir melden hier auch schnell noch das Patent an, bevor irgendwer auf die Idee kommt. Ja, quasi, ne, sozusagen, was das Mixtape von früher war, so könnte heute die Playlist gerne auch für Filme sein. Nur gibt es ja überhaupt gar keine Streamingdienste, die so eine Bandbreite abdecken könnten, wie wir sie uns hier reinziehen. Also zeig mir den Streamingdienst, der alle drei Filme, die wir gesehen haben, auf dem Schirm hat. Ich merke so, dass mir passt das gut. Also ich bin jetzt damit dreimal an Orten gewesen, die ich entweder vorher nicht kannte oder die, wo ich schon immer mal hin wollte oder wo ich neugierig war. So kann das weitergehen. Wir wissen schon, können wir schon irgendwas ahnen, wie wir wohl weitermachen? Also es stehen auf jeden Fall die Schatzkiste-Termine für Ende September. Na, das würde ich dazu jetzt mal aus hier. Aus den zuckergussigen, bunten Welten des John Waters, die Schatzkiste, also Kinovorführung, dreht sich dann um den Mann, der dieses Jahr 100 Jahre geworden wäre, Ingmar Bergman. Und da gibt es dann wilde Erdbeeren. Also eine Fahrt in die eigene Vergangenheit zu sich selbst. Ein alter Mann. Ja. Ein ganz anderer Film vielleicht. Genau, ein tiefenpsychologischer Road-Movie vom Feinsten. Aber auch mit sehr viel Humor gespickt. Also den habe ich mir jetzt vorbereitet tatsächlich schon angeguckt. Deswegen. Ja. Wer spielt nochmal den alten Mann? War das auch Viktor Sjöström, der Regisseur unter anderem von Filmen, die mir jetzt gar nicht so richtig einfallen. Schirkalen hier, der Fuhrmann des Todes. Richtig, ne? Genau, ja, diese ganz frühen Stummfilm. Genau, da war das Regisseur schon tätig. War das nicht Hexan oder Haxan? Das ist, glaube ich, ein anderer. Gut, ich glaub, den Namen. Sehr schön. Du wirst es ja wahrscheinlich noch ein bisschen recherchieren und in einem Monat werden wir eine fantastische Einführung. Also bitte. Na, du musst ja irgendwie diese 5 bis 10 Minuten wieder spannend füllen. Wieder also, richtig, ja. Ich ahne, du wirst die eine oder andere Geschichte ausgraben. Ja. Aber falls jemand sich in Richtung Rostock verirrt oder hier auf der Ecke ist, oder ich weiß gar nicht, im Rest von Deutschland gibt es vielleicht auch das eine oder andere Kino, wo sich jemand da auseinandersetzt. Anfang September gibt es Auf der Suche nach Ingmar Bergman, den Dokumentarfilm von Margarete von Trotter und ihrem Sohn Felix Möller. Dann geht es los in der Schatzkiste mit Wilde Erdbeeren und dann werden wir, oder ist zumindest angedacht, ich weiß nicht, ob im Wechsel oder wie auch immer, die Chefin und ich da bis zum Jahresende jeweils im Monat einen Bergmann-Film noch mit Einführung zeigen, so als kleine Retrospektive eben, weil er jetzt 100 geworden wäre. Ja. Wer da Lust und Zeit und Spaß hat an diesen Dramen, die dieser Mann gemacht hat. Aber da mache ich auch noch einiges zu entdecken. Der hat übrigens fantastische Komödien gemacht haben, die Billy Wilder neidisch machen würden. Also bei Ingmar Bergman
bin ich auch nochmal sehr vorfreudig. Die meisten Dinge werden tatsächlich ein Wiedersehen sein. Ich hatte da mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich das sehr intensiv geschaut habe. Es gibt da noch ein paar Lücken, der Mann war ja auch fleißig. Ja, Wilde Erdbeeren ist auf jeden Fall ein sehr schönes Beispiel. Den zeigt ja auch im OMO, oder gibt es da? Am 2. Oktober. Da kann nämlich keiner sagen, er hätte am nächsten Tag schon viel vor und kann dann auch abends sich den Film angucken. Ach, wenn du wüsstest. Gerade meinen nächsten Arbeitstermin für den 3. Oktober gemacht. Also, sehr schön. Ja, Hairspray kann man jetzt trotzdem auch einmal sagen. Also Streamingdienste vielleicht, keine Ahnung. Und sonst gibt es unter anderem auf Blu-ray im Doppelpack mit der 2007er Verfilmung zu kaufen. Dann kann man sich den auch angucken. Oder man geht in den Rossmann DM oder anderen Drogerieladen und kauft sich ein bisschen Haarspray. Und dies war ein unbezahltes Sponsoring. Alles klar. Die Frisur hält. Darf ich zum Abschluss mal kurze Frage stellen? Ja, aber nur eine. Das ist auch nur eine. Falls ich doch mal irgendwann diesen unwahrscheinlichen Fall habe, dass ich On the Town nochmal ausgegraben kriege. Dann bist du hier. Herzlich willkommen. Wunderbar, das wollte ich. Wir entdecken diesen Film, den Europa nicht veröffentlicht. Wir bringen ihn. Cool, ja. Zugehört. Ja, das war, also haben wir festgestellt, wir hatten jetzt drei Filme und eigentlich hatten wir nur ein echtes Musical, würde ich behaupten, ne? So zum, als super Fazit jetzt. Ja, und das ist tatsächlich Christians Wahl gewesen. Christian hat sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben einfach nur ausgewählt, wo wir dachten, vielleicht ist das was. Ja, aber guck mal, wir haben drei verschiedene Wege, da ein Thema anzugehen, drei verschiedene Zeitepochen, oder Jahrzehnte besser gesagt. Nee, aber ich glaube auch so eben, damit haben wir vielleicht auch so festgestellt für uns, es gibt Musicals und dann gibt es Filme, die sich mit Musik auseinandersetzen und Musik zum Thema haben und das auf die eine oder andere Weise eben nutzen und damit vielleicht auch so an den Rändern ins Genre rein und raushüpfen und am Ende bleibt sowieso immer schön zu sagen, es ist ja nur so eine Theorie, wie man eine Gruppe von Filmen überschreiben könnte, damit man sich die viel leichter einordnen kann. Hattet ihr eigentlich für euch irgendeinen Favoriten in der Reihe gehabt? Oder? Jetzt von den dreien? Ja, von den dreien, ja. Auch da bleibe ich wie mit Musical und Bühnenvariante und Film, weil sind alle auf ihre Weise unterschiedlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob besser oder schlechter. So, naja, ich kannst du meine jetzt, Punktebewertung ich meine gucken? Ich persönlichen Geschmack, meine ich eher. Ach so. Ja, heute hat auf jeden Fall sehr, sehr viel lustig Spaß gemacht. Aber Sweet Charity war ja auch unterhaltsam. Ja, also ich kann sagen, dass ich bei Victoria auch im Nachhinein mir klar wurde, das ist ein Film, der mich historisch brennend interessiert, so, den ich gerne gesehen habe. Und also der, glaube ich, auch also gut zu kennen ist, so. Der aber sozusagen zu dem, was ich tatsächlich noch an Erwartungen hatte, mich eher enttäuscht hat. Und bei Sweet Charity und Hairspray würde ich mich jetzt auch nicht, also könnte ich mich nicht entscheiden oder so. Da würde ich keinen, da würde es dann zwei erste Plätze geben. Und du? Also, ja, mir geht's wie Christian. Ich würde auch zwischen den beiden schwanken und hätte auch Victor und Victoria auf den dritten gesetzt. Da würde ich mich aber tatsächlich, auch wenn ihr mich dann verlünschen werdet, da würde ich gerne mal das Remake sehen. Mhm. Oh ja, von Blake Edwards. Das hat nämlich auch sehr gute Rezension bekommen. Ich habe derzeit auch nochmal auf der IMDb gestöbert, Benutzer und der offiziellen Rezensionen. Und da waren halt alle relativ positiv. Auch die Besetzung ist recht gut. Ich habe schon wieder vergessen, wer mitspielt, aber ich habe niemand gedacht, oh, cool. Ich habe ja schon so viel noch zu Hause liegen, das war für mich jetzt nicht greifbar, dass es jetzt in nächster Zeit passiert, aber das würde ich gerne mal in einer moderneren Variation sehen und mal schauen, ob da ein bisschen mehr bei rauskommt. Das würde mich nochmal interessieren. Aber auf jeden Fall fand ich jetzt keinen schlecht, ich fand, haben alle sich gelohnt. So. Ich glaube, dazu kommt eventuell auch auf einem anderen Kanal bald eine Podcast-Folge, aber da bin ich nicht 100% sicher. Und siehst du, weil das ein Dorf. Mhm. Ja, wir könnten auch noch ein paar andere Informationen verbreiten, von denen wir uns nicht ganz sicher sind. Oder wir hören uns einfach sozusagen etwas länger. Also ja, weiß ich gar nicht, schiebt sich vielleicht noch eine Folge dazwischen, wenn wir jetzt am 2. Oktober vielleicht ja auch erst aufzeichnen. Ich bin schon im August. Ja, der August ist ja jetzt quasi zu Ende. Also nun ja, wir gucken mal, vielleicht passiert da ja noch was anderes im September. Cinematic Smash Brothers. Was? Gibt es da was Spruchreifes oder ist das auch? Ich muss nochmal genau die Daten checken. Ah ja, okay, gut. Aber auch da ist was für Rostock geplant, für die Leute und Menschen.
So in diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei. Und auf Wiederhören.